Ihrer Einladung gefolgt sind. In diesem Raum finden jetzt in Zeiten von Corona die Kabinettssitzungen statt. Wir haben Frau Staatsministerin Köpping und Frau Staatsministerin Mayer vor 2 Tagen hier gesessen an diesem Tisch und darüber beraten, wie die aktuelle Rechtsverordnung aussehen sollte, welche Eckpunkte wir uns vorgenommen haben im Bereich der Kontaktbeschränkung, wie man das lockern kann, wie kann das mit den Familienfeiern gehen, wie soll das mit den Busunternehmern sein, wie soll das in den Ferienmonaten sein, dass Kinder wieder reisen dürfen, war für Sie sehr, sehr wichtig. Und wir werden am Mittwoch der kommenden Woche wieder hier sitzen und dann entscheiden müssen, wie diese neue Rechtsverordnung, die uns dann über den Juni bringen wird, wie die aussieht. Und wir haben ein großes Interesse daran, jetzt bei dieser, vielleicht einer der letzten Rechtsverordnungen, die jetzt noch getroffen werden kann, mit der nochmal Erleichterungen auch geschaffen werden können, einen Spiegel der Gesellschaft zu hören. Und deswegen haben wir Menschen eingeladen, die aus den verschiedensten Bereichen kommen, regional, die unterschiedlichen Zugang haben, die vielleicht die Sache auch komplett ablehnen und in Frage stellen. Wir sind alle miteinander Betroffene und mein Eindruck ist, was uns allen bisher gelungen ist, ist, dass wir, auch wenn wir eine dezidiert klare Position haben, immer miteinander sprechen konnten, immer miteinander respektvoll umgegangen sind. Und das war so ein Stück weit das Kriterium, warum ich Sie eingeladen habe. Und ich erwarte mir von dieser Runde spannende Gespräche, einen Einblick in die verschiedenen Bereiche und auch Denkweisen. Es ist in der Politik so, dass immer ein Für und ein Wider bewertet werden muss. Dass man auch immer wieder mal die Position des anderen einnehmen muss und das dann entschieden werden muss. Und für uns ist so, wir respektieren andere Positionen. Wir haben in dieser schwierigen Zeit von Corona auch ein Stück weit Entscheidungen treffen müssen, ohne immer genau zu wissen, ist das richtig oder nicht. Wir leben in einem liberalen Rechtsstaat, in dem am Ende es eine Institution gibt, die auch urteilt, ob die Sachen richtig abgewogen sind. Das sind Gerichte. Und auch das haben wir hier erlebt, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch korrigiert worden sind. Für mich ist wichtig in dieser besonderen Zeit, dass die Gesellschaft zusammenbleibt, dass wir uns nicht auseinandertreiben lassen, dass wir uns gegenseitig respektieren und auch zuhören. Und das freut mich sehr, dass uns das hoffentlich heute Abend gelingt. Wir haben uns einen Herrn eingeladen, der in den vergangenen Jahren an ganz, ganz vielen Stellen solche Veranstaltungen moderiert hat, der viel dazu beigetragen hat, dass die sächsische Gesellschaft auch wieder zusammengefunden hat, wenn sie auseinandergegangen ist. Herzlich willkommen, Frank Richter. Und ich würde Ihnen einfach die Leitung, das Kommando dieser Veranstaltung übergeben. Wir begeben uns in Ihre Hände. Schön, dass Sie alle sich Zeit genommen haben. Noch einmal herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Staatsministerin Köpping, Frau Staatsministerin Mayer, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, ich bedanke mich, Herr Ministerpräsident, für die Vorschusslorbeeren. Mal sehen, ob ich sie einhalten kann. Habe diese Aufgabe, diese Runde heute hier zu moderieren, gern übernommen. Möchte zu Beginn ein paar Dinge zum Ablauf, zum Ziel, vielleicht auch zum Regularium sagen. Und dann steigen wir ein ins Gespräch. Vorab, es fehlt uns noch in der Runde Herr Unger. Nein, er fehlt uns jetzt nicht mehr. Er hat den Stau überspringen können oder wie auch immer. Wir sind also vollzählig. Alle, die eingeladen worden sind, sind gekommen. Ein zweiter, nicht unwichtiger Hinweis, ganz hinten
von mir aus gesehen rechts im Raum sind zwei Gebärdendolmetscherinnen am Werk. Das ist schön, dass das so ist, und damit verbunden ist die Bitte, sich klar und deutlich zu artikulieren. Das hilft den Damen da im Hintergrund, die dort tätig sind. Ja, was ist das Ziel der Zusammenkunft, wenn man in so einer großen Runde zusammenkommt? Will man wissen, warum? Das Einladungsschreiben, das Ihnen allen zugegangen ist, benennt zwei Ziele. Das eine ist, ich mag es mal kurz formulieren, Erfahrungsaustausch. Herr Ministerpräsident hat es schon gesagt. Und das zweite ist Erkenntnisgewinn. Wir alle haben in diesen vergangenen Wochen und Monaten sehr einschneidende Erfahrungen gemacht. Und es ist hilfreich, sich auch wenigstens kurz Zeit zu nehmen, diese Erfahrungen auszutauschen. Wir werden alle dabei nicht dümmer. Auch diesen Perspektivwechsel, der auch mit Empathie verbunden sein darf, einmal vorzunehmen. Der andere hat es möglicherweise ganz anders erlebt. Und es ist gut zu wissen, wie der andere es erlebt hat. Meine eigene Wahrnehmung ist doch nicht automatisch die einzige und schon gar nicht die einzig richtige. Das wird vielleicht so den ersten Teil des Gespräches einnehmen. Und das zweite ist natürlich dann die Frage nach den Schlussfolgerungen, nach den Erkenntnissen, die wir ziehen. Was heißt das? Nicht? Erkenntnis ist reflektierte Erfahrung. Das weiß jeder Pädagoge. Wenn wir Erfahrungen ausgetauscht haben, sie reflektieren, gewinnen wir Erkenntnisse für das, was wir dann künftig tun wollen, tun müssen. Und das, was dann in der zweiten Runde hier am Tisch kontrovers, manches wird wohl im Dissens bleiben müssen, anderes wird Konsens finden, was dann hier am Tisch in der zweiten Runde zusammengetragen wird, das fließt ein in die politischen Entscheidungen, die nun mal die politisch-demokratisch gewählten Entscheider dann auch treffen müssen. Ja, aber es ist ja gerade ein starkes Zeichen, finde ich, dass in dieser Runde, die natürlich nicht alle in der Gesellschaft repräsentieren kann, aber doch sehr viele, dass in dieser Runde zusammengetragen wird, und dann eine Hilfe gegeben wird für die, die entscheiden müssen und die ganz bestimmt nicht immer in unserer aller Sinne eins zu eins entscheiden können, aber sich vorher haben beraten lassen. Ja, noch ein paar Dinge zum Regularium. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet, das wissen Sie, sie wird wohl auch aktuell übertragen. Parallel wird ein Protokoll angefertigt, ein Ergebnisprotokoll, in dem wir dann auch nachlesen können, die Dinge, die sich hier als besonders wichtig herausgestellt haben. Ich mag Ihnen folgenden Vorschlag machen: Wenn Sie dann eine Position formulieren, von der Sie glauben, die ist ganz wichtig, dann sagen Sie es. Ich möchte, dass diese Formulierung ins Protokoll aufgenommen wird, denn sie ist mir nun mal sehr wichtig. Das Umgekehrte gilt auch, wenn jemand das Ganze eher als Hintergrundgespräch versteht und sagt, ich sage das jetzt mal hier in die Runde, aber ich möchte nicht, dass das protokolliert wird, das ist nur für uns hier bestimmt, dann sagen Sie es auch dazu, die Protokollanten werden sich daran halten. Ja, wir haben 2 Stunden, es ist immer hilfreich zu wissen, wie viel Zeit man hat, man diszipliniert sich dann auch ein bisschen bei dem, was man sagt. 2 Stunden ist zunächst mal viel Zeit, wenn Sie in die Runde schauen und rechnen können. Ich bin beim Rechnen nicht so gut, aber ich glaube, so 6-7 Minuten hat jede Person. Dann sind die 2 Stunden rum. Ich werde jetzt niemanden abschalten. Es ist eigentlich nicht meine Absicht, obwohl ich es technisch könnte. Aber das ist ganz bemerkenswert. Das will ich aber nicht tun. Ich bitte Sie einfach, sich selbst ein bisschen daran zu erinnern. 6, 7, 8 Minuten habe ich, dann haben die anderen auch so viel Zeit. Man kann sich ja auch selbst ein kleines Zeitmanagement an die Hand nehmen oder an die Hand geben. Ja, das waren, glaube ich, jetzt die wichtigsten Dinge, die ich zum Regularium zu sagen hatte. Falls ich etwas vergessen habe, werde ich es dann noch nachvollziehen. Vielleicht noch eins: Moderation heißt Mäßigung, wenn man es einfach übersetzt. Es kann nicht wirklich jemand von einem anderen moderiert werden, der nicht selbst in der Lage ist, sich selbst zu moderieren. Das heißt, die Mäßigung in dem Sinne, dass ich darauf achte, was ich sage, es respektvoll tue,
und es dem vom anderen mir ja auch erwarte. Das ist selbstverständlich. Trotzdem wollte ich es noch einmal formulieren, weil nicht alles, was wir in den letzten Wochen und Monaten in der Öffentlichkeit gehört haben, war in diesem Sinne moderat. Ich lade uns ein zu einer ganz kurzen Vorstellungsrunde. Dann weiß jeder ungefähr, wer ist sonst noch im Raum. Wenn Sie vielleicht nur Ihren Namen, den haben wir ja auf dem Schild stehen, aber kurz die Profession sagen, dann gehen wir einmal rum und dann gehen wir in den Erfahrungsaustausch. Herr Weigel, wollen Sie bitte anfangen? Ja, vielen Dank, Herr Richter. Mein Name ist Andreas Weigel. Ich bin eingeladen als Erkrankter, Betroffener und werde dann nachher was dazu sagen. Beruflich bin ich Vorstand der Johanniter Unfallhilfe, habe also auch beruflich mit diesen Themen zu tun. Politisch bin ich in Sachsen seit 30 Jahren kommunalpolitisch tätig und war unter anderem auch Mitglied des Deutschen Bundestages. Ja, mein Name ist Astrid Münster. Ich bin Bürgermeisterin der schönsten Kurstadt in Nordsachsen. Der Landkreis, der am wenigsten betroffen war, was die Zahlen anbelangt. Und gleichzeitig bin ich auch noch Mitglied des Kreistages in Nordsachsen. Also auch die Landkreisebene ist dann sozusagen hier in persona von mir vertreten. Frau Münster, ich weiß natürlich, welches die schönste Kulturstadt, aber Sie müssen es uns schon noch mal allen sagen, das haben Sie jetzt gar nicht. Bad Düben. Bad Düben. Ich habe gedacht, das weiß man in Dresden. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Unger. Ich bin Inhaber des Hotel Blauer Engel in Aue. Ist auch eine schöne Kleinstadt. Ich bin Mitinitiator der leeren Stühle-Aktion hier in Dresden, die auf die Gastronomie aufmerksam gemacht hat. Und meine Familie ist eine Gründerfamilie. Wir haben die DEHOGA Sachsen mitgegründet, den Tourismusverband mitgegründet, die Silberstraße mitgegründet, haben sehr viel mit Sport in Verbindung in unserer kleinen Stadt, also mit dem FC Erzgebirge Aue und genauso dem EHV. Ja, was sollen wir dazu sagen? Wir sind ja sehr aktiv und ich denke auch als Familie hier in Dresden nicht ganz unbekannt. Mein Name ist Anne Pallas, ich bin die Geschäftsführerin des Landesverbandes Soziokultur Sachsen und auch eine Sprecherin der Interessengemeinschaft der sächsischen Landeskulturverbände. Ja, mein Name ist Jens Hühn, ich komme aus Werdau, einer Nachbarstadt von Zwickau. Ich bin dort seit fast 30 Jahren selbstständiger Busunternehmer und Reiseveranstalter und bin bis Mitte März mit meinen Reisebussen europaweit unterwegs gewesen, was zurzeit nicht möglich ist. Mein Name ist Katrin Hausing. Ich bin Goldschmiedemeisterin und Gestalterin und führe die Goldschmiede Hausing in Pirna, auch eine sehr schöne Stadt. Seit 1899 gibt es unser Geschäft und unser Hauptthema sind eigentlich Trauringe, im Moment gerade ganz schwierig für viele Gastronomen, für mich genauso, also das Thema Hochzeit ganz schwer. Ja, mein Name ist Andreas Thomas. Ich komme aus Schirgiswalde, aus der schönen Oberlausitz und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, dass ich genauso wie Kollege Hühn als Vertreter der Reisebüros und der Reiseveranstalter hier mit da sein kann. Auch ein paar Anliegen mit an Bord habe natürlich. Habe mich vor 10 Jahren selbstständig gemacht, am 1.6., also am Montag wären es 10 Jahre. Habe als Einmannbetrieb in einem kleinen Büro angefangen, bin jetzt stolzer Arbeitgeber von 10 Angestellten und 3 Reisebüros. Und wir haben uns Anfang März einen niegelnagelneuen Reisebus gekauft, den ich nach 6 Tagen leider wieder abmelden musste, aber so ist es halt. Mein Name ist Katharina Repp. Ich wohne in Schwarzenberg, im schönen Erzgebirge, leite dort einige Kinos, auch im Vogtland. Und ja, ich hoffe, dass wir heute gute Gespräche finden werden. Ja, mein Name ist Frank Kummer. Ich komme aus Schmiedeberg, also wir sind jetzt Ortsteil von Dippoldiswalde, also aus dem Erzgebirge, Vertreter im ambulanten Pflegedienst. Also wir haben 70 Mitarbeiter, etwa 300 Patienten ambulant zu versorgen und fühlen uns also leider ein bisschen hinten dran gesetzt. Da spricht überhaupt niemand darüber, über unseren älteren Leute. Und wir haben eigentlich ein Riesenpaket normalerweise im Einsatz für zusätzliche Betreuungsleistungen, auch mit dem eigenen behindertengerechten Bus. Und alle, auch die älteren Menschen, würden gern wieder ihre
Häuslichkeiten verlassen und mit uns ein wenig ausfahren und was unternehmen, aktiv wieder werden. Und deshalb danke für die Einladung. Jetzt hören Sie mich auch. Noch schöner. Ich wiederhole es aber nicht. Nein, ich glaube, es konnten alle hören, aber bitte achten Sie darauf, dass Sie das Mikrofon einschalten. Ich dachte, Sie steuern. Gut, mein Name ist Susanne Köhler. Ich bin hier in der schönen Landeshauptstadt ansässig, das muss man ja auch mal sagen dürfen, und sitze hier aber für gut 150.000 Frauen, die in dem Dachverband, dem ich vorsitze, nämlich dem Landesfrauenrat Sachsen e.V., organisiert sind, und würde mich sehr freuen, die Gelegenheit zu haben, hier eben auch die Problematik aus Sicht der Frauen noch mal genauer beleuchten zu können. Danke. Mein Name ist Katrin Gemeinhardt, ich komme aus einer Kleinstadt im schönen Vogtlandkreis. Ich bin Leiterin einer großen Kindertagesstätte mit eigentlich knapp 170 Kindern. Zurzeit befinden wir uns halt in diesem eingeschränkten Regelbetrieb mit ca. 2/3 unserer Kinder. Ja, und ich freue mich auch über die Einladung. Mein Name ist Markus Fuchs, ich bin Vorstandsvorsitzender des Kreiselternrates Bautzen. Wir haben zusammen mit den Kreiselternräten Görlitz, Dresden und Leipziger Land in dieser Zeit jetzt immer wieder versucht, auf die Probleme der Eltern und natürlich auch der Schüler hinzuweisen, die es mit den verschiedenen Verordnungen gab. Und haben natürlich, oder ich vertrete hier natürlich jetzt ein sehr breites Spektrum, weil Eltern, das sind, also das ist ein sehr, geht von alt bis jung, aus allen sozialen Schichten und dementsprechend unterschiedlich gefächert waren also auch die Herausforderungen, die die Eltern, denen sich die Eltern hier gegenüber sahen in dieser Zeit. Mein Name ist Joanna Kessiker und ich bin Vorsitzende des Landesschülerrats Sachsen. Demzufolge bin ich die Vertretung aller sächsischen Schülerinnen und Schüler. Und nicht zu vergessen, ich bin selber auch noch Schülerin in der 11. Klasse. Das heißt, ich bringe nicht nur die junge Perspektive mit sich, sondern auch die schulische und die Schülerschaft mit. Mein Name ist Uwe Liebert aus Leipzig. Ich bin Virologe und arbeite am Universitätsklinikum und in der Universität Leipzig. Ich bin wahrscheinlich der Einzige in der Runde, der das Virus schon mal gesehen hat. Und wir waren die Ersten, die Diagnostik für diese Viren tatsächlich auch durchgeführt haben in Sachsen. Ich bin Michael Grasemann. Vielen Dank für die Einladung. In erster Linie bin ich Mensch und ein Mensch, der sich gerne seine eigenen Meinungen macht und den Dingen auf den Grund geht, der Demokratie ernst nimmt und nicht locker lässt, sich für die bürgerlichen Rechte, vor allem für die Freiheit als höchstes Gut einzusetzen, für die unsere Vorfahren so hart kämpfen mussten. Mein Geld verdiene ich als Künstler und Spielplatzbauer. Ich bin der Initiator des Runden Tisches 2020, der jetzt schon mehrere Wochen auf dem Dresdner Neumarkt stattgefunden hat. Mein Name ist Krause Döring. Ich bin seit 30 Jahren Amtsärztin, 20 Jahre in Krimmer im Landkreis Leipzig und seit 10 Jahren in der Stadt Leipzig. Aufgrund meiner langjährigen Berufserfahrung habe ich schon in manchen Krisensituationen mein Management unter Beweis stellen müssen. War das einmal Hochwasser, Vogelgrippe, Schweinegrippe, Ebola. Und ich bin jetzt verantwortlich in der Stadt Leipzig für die Umsetzung des medizinischen Parts zur Bewältigung der Corona-Krise. Ich bin Peter Dierich, emeritierter Professor für Mathematik und habe jahrelang an der Hochschule Zittau-Görlitz gelehrt und war auch deren Gründungsrektor.
Und jetzt bin ich Glied einer Initiative Freiheit und Grundrechte Zittau. Ja, guten Abend, mein Name ist Thomas Grünewald. Ich leite die Klinik für Infektions- und Tropenmedizin und die Abteilung für Krankenhaushygiene am Klinikum Chemnitz. Ich lerne gerade die schöne Stadt Chemnitz kennen. Ich bin seit Januar dort. Bin seit 30 Jahren in der Infektions- und Tropenmedizin verbandelt, unter anderem eben auch als Berater beim RKI und der WHO, der Europäischen Gesundheitsbehörden, für die Frage Pandemiemanagement, Bioterrorismus, Ausbruchsmanagement. Habe mit vielen Kollegen zu tun gehabt. Ich habe übrigens auch schon das Virus gesehen. Aber es ist tatsächlich so, wir kümmern uns auch, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wir kümmern uns auch um die Erkrankten, und davon haben wir doch sehr einige erlebt und Gott sei Dank auch die meisten wieder nach Hause gebracht. Ja, vielen Dank für diese Vorstellungsrunde. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass es dem Gastgeber gelungen ist, doch eine sehr breite Runde zustande zu bringen durch die Einladungen, sodass natürlich nicht alle Facetten der Gesellschaft wiedergegeben werden oder wiedergespiegelt werden können, aber doch sehr viele. Wir würden jetzt... Danke auch für die kurze und präzise Vorstellung. Wir würden jetzt uns einfach mal eine gewisse Zeit nehmen, Erfahrungen auszutauschen. Frau Köhler hat es gesagt, natürlich darf hier alles gesagt werden. Ja, es darf auch gesagt werden, dass Dresden eine wunderschöne Landeshauptstadt ist. Alles das, was innerhalb unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung gesagt werden darf, das darf gesagt werden, gesagt werden kann. Erfahrungen kann man nicht wirklich bestreiten. Erfahrungen macht jeder für sich persönlich. Wir wollen es nicht überziehen, weil wir ja dann auch relativ schnell zu den Erkenntnissen kommen wollen, aber so war es ausgemacht, doch mal eine gewisse Zeit lang zuhören, aushalten, wahrnehmen. Was sind die Erfahrungen des anderen, der anderen mit den Corona, natürlich nicht allgemein, sondern mit den Maßnahmen, die bisher getroffen worden sind zur Eindämmung der Pandemie? Wäre ich unhöflich, wenn ich die beiden Ministerinnen einfach so links und rechts stehen sitzen lassen würde. Ich mache mal den Vorschlag, dass in dem Falle die Sozialministerin mal anfängt, die ja als Entscheidungsträger auch ihre Erfahrungen gemacht hat. Und dann gehen wir noch mal die Runde rum. Ich glaube, das genehmigen wir uns dann und kommen dann in einer zweiten Runde erst zu den Schlussfolgerungen, die Sie ganz bestimmt alle in Ihrem Hinterkopf schon haben. Lassen Sie sie erst noch mal dort und hören erst mal mit Wertschätzung, was hat der andere jeweils erlebt mit diesen Maßnahmen. Bitte, Petra Köpping. Ja, ich bin Petra Köpping, die Sozialministerin und für gesellschaftlichen Zusammenhalt zuständig und seit dem letzten Vierteljahr, das kann man so sagen, ausschließlich Gesundheitsministerin, was natürlich auch in meinem Verantwortungsbereich liegt. Und der Herr Ministerpräsident hat mich am 20. Dezember zur Ministerin berufen. Und da dachte ich, hast du Zeit, dich ein bisschen einzuarbeiten in das Thema. Ich hatte gleich die erste Sitzung in meinem Haus, da ging es um die Schweinepest. Auch das ist eine Sache, die im Moment so ein bisschen im Hintergrund liegt, aber wo wir gerade einen zweiten Krisenstab vorbereiten, weil sie doch relativ nah an der sächsischen Grenze mittlerweile ist. Und dann kam, da dachte ich, das ist schon schlimm genug, aber dann kam eben die andere Krise eben auch. Und ich glaube, Anfang März, da hat von uns noch niemand gedacht, dass wir Tage später Schulen schließen, dass wir wenige Tage später Kindergärten schließen. Es hat eine derartige Dynamik angenommen und wir haben in wenigen Wochen, ich glaube, ich habe jetzt dieses Mal die fünfte Verordnung vor mir liegen, die wir als Land beschließen wollen, wo wir wirklich drastische Maßnahmen ergreifen mussten, um eben die Pandemie für Sachsen einzudämmen. Und aus heutiger Sicht, und das ist immer das, was ich immer bei mir habe, das sind die Zahlen, habe ich natürlich auch für heute die Zahlen mitgebracht. Wir haben eben heute zum heutigen Tag 5.248 Menschen, die positiv getestet worden sind. Und das sind 12 mehr als am letzten Tag. Bei diesen 12 mehr hatten wir durchaus in der Vergangenheit schon ganz andere Größenordnung, über 250. Das heißt, wir haben ein gutes Level erreicht und das mittlerweile seit einigen Tagen, fast schon eine Woche, wo wir einfach sagen können, dass unsere Maßnahmen, die wir auf der einen Seite gelockert haben mittlerweile und die Ergebnisse, die wir verzeichnen haben, im guten Zusammenspiel zwischen Bevölkerung und den Beschlüssen, die wir gefasst haben, erreicht haben. Herr Weigel. Ja, vielen Dank. Also eine Vorbemerkung, und da möchte ich zu vier Punkten etwas sagen.
und lasse entsprechend der Bitte von Herrn Richter zunächst mal die Erkenntnisse weg, die ich aber auch hätte und gerne mitteilen würde. Vorbemerkung. Mich hat meine heimatliche Presse angerufen, als ich so in der Endphase meines Krankenhausaufenthaltes war und hat mich gefragt, ob ich darüber reden will. Ich habe zugesagt, nicht weil ich denke, dass das schön ist, wenn man mal wieder in der Presse steht, sondern es hatte für mich therapeutische Gründe gehabt, schlicht und ergreifend. Und das Zweite ist, was ich gespürt habe und was mir auch wichtig ist mittlerweile, ist, dass man dieser Krankheit durchaus damit auch ein Gesicht gibt und nicht nur die Zahlen 5000 Infizierte nennt, sondern wer steht dahinter. Mittlerweile gibt es da eine ganze Reihe von Presseanfragen und man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich auch nicht überfordert. Ich bin erkrankt am Tag, nachdem Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, ihre Rede gehalten hat ans Volk, also schon relativ zeitig. Und wie so häufig nicht wahrgenommen, dass diese Erkrankung möglicherweise das Virus sein könnte, sondern eine ganz banale Grippe. Und die Anzeichen und die damaligen Charaktereigenschaften dieser Erkrankung, die im Internet gestanden haben, waren bei mir nicht erkennbar. Und erst als ich Geschmacksverlust hatte, bin ich zum Arzt gegangen und dann wurde ich 2 Tage später positiv getestet. Und dann ging alles ganz schnell. Ich habe mich selber ins örtliche Krankenhaus, ein Krankenhaus zur Grund- und Regelversorgung, eingeliefert und war innerhalb von 3 Stunden aus der Zeit der Einlieferung, normale Station, im künstlichen Koma. Und 20 Tage später, weiß ich nicht mehr so genau, bin ich an einem Universitätsklinikum in Hessen aufgewacht. Das ist die 2. Station, Intensivbetreuung, 25 Tage davon, die meiste Zeit im künstlichen Koma und künstlich beatmet. Extreme Erfahrungen, die man sammelt, insbesondere die massive Atemnot, die immer wieder zu Erstickungserscheinungen führt, vor allen Dingen in der Zeit, als ich noch nicht entisoliert war und die Beschäftigten der Klinik und der Intensivstation permanent sich neu einkleiden mussten, um dann zu mir zu kommen, um mich frei zu saugen. Das macht was mit dem Kopf, das kann ich Ihnen sagen, dazu will ich auch gerne noch was sagen. Nebenerscheinungen, die nicht trivial sind. Ich wurde 2-mal am Hals operiert, man sieht es, wenn man nah an mich rantritt. Ziemlich problematische Operationen auch, die auch bis heute nachwirken. Eine exzellente Behandlung erfahren. Das Krankenhaus zur Grund- und Regelversorgung schätze ich sehr, aber ich habe verstanden, dass die Komplexität dieser Erkrankung und die multiplen Erscheinungen, die auftreten, einfach schlicht und ergreifend nur in Krankenhäusern behandelt werden können, die dementsprechend auch die Ausstattung haben. 3. und damit vorletzte Bemerkung, Reha. Ich hatte große Not gehabt, eine stationäre Reha zu finden, die überhaupt bereit war, einen geheilten und schon nachweislich 3-mal wieder getesteten und mit Antikörpern versehenen Patienten aufzunehmen. Ich habe 7 Reha-Kliniken kontaktieren müssen und nur durch gute Beziehungen eine bekommen und ich war dort der Erste. Große Unsicherheit, wie man so einen Patienten behandelt. Isolation. Ich habe 5 Wochen niemand gesehen, den ich kannte. Das macht was mit ein und in dieser Reha, und das ist auch ein Punkt, da kann man dann später nochmal aufgeben, braucht man wirklich psychologische und auch in meinem Fall als Christ seelsorgerliche Betreuung. Die wird in der Regel nicht angeboten, die muss man sich zusätzlich ranholen, aber nur die hilft, über die Situation hinwegzukommen. Ich bin jetzt seit 12 Tagen aus dieser Reha raus, ich war 8 Wochen in Kliniken und ich brauche eine anschlussambulante Reha. Und ich erlebe wieder die gleiche Situation, dass sich keine ambulante Reha findet, die bereit ist, mich aufzunehmen. Ich habe 10% meines Körpergewichts verloren und brauche unbedingt Behandlung, insbesondere für den Muskelaufbau. Und ich telefoniere mir die Finger wund, um eine Reha zu finden, die bereit ist, das Hygienekonzept dahingehend zu verändern. So viel vielleicht mal von mir, das waren jetzt vielleicht 8 Minuten, aber dafür sage ich nachher bei den Erkenntnissen weniger. Ja, vielen Dank, Andreas Weigel.
so schwer es wie es mir auch fällt, achten Sie bitte ein bisschen auf die Zeit. Wir merken, wie viele Emotionen hier auch plötzlich nach oben kommen, klar. Aber wir wollen uns dann tatsächlich auch die Zeit dann gegenseitig gönnen, uns auszutauschen. Und zu den Erkenntnissen kommen wir ja dann noch, ohne jetzt zu schulmeisterlich zu sein. Aber wir bleiben mal bei den Erfahrungen. Frau Münster, bitte. Ja, als Bürgermeisterin spreche ich natürlich auch für meine Kollegen. Ich habe diese Zeit erfahren, Wahnsinn, viele Kommunikation, die erforderlich war, so viele Telefonkonferenzen, an einem Tag manchmal 7, 8, in großen Runden bis 25 Personen. Wir haben relativ schnell einen Krisenstab zusammengestellt. Ich habe meine niedergelassenen Ärzte zusammengerufen in einer Telefonkonferenz und wir haben dort Hilfestellung geleistet. Am Anfang war es ja mit diesen ganzen Testkapazitäten nicht so weit her und bis das dann aufgebaut war. Wir haben mit allen Kita-Leitern, mit den Schulleitern gesprochen. Das war unglaublich, was die geleistet haben, wie schnell das auch ging, sich jeweils auf die jeweilige Situation einzustellen, die Berufsgruppen in den Kitas zu gliedern bzw. die Eltern zu informieren. Was ich hervorheben möchte, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, Bürgermeister Nordsachsen, der Landrat darf auch daran teilnehmen, das war sehr gut. Wir hatten immer jeden Morgen die neuesten Informationen von unserem Vorsitzenden aus dem SSG, aus den Ministerien und vom Landrat, wie es weitergeht. Wir haben uns auch manchmal geärgert über bestimmte Kommunikationszwege. Da hat dann die Presse immer schon eher gewusst als wir, was passiert jetzt. Dann kamen die Gastronomen, die Reiseunternehmen und so weiter, die dann gefragt haben, was konkret jetzt passieren soll. Kurz und gut, Kommunikation war alles, war extrem wichtig, denke ich, wird auch in Zukunft wichtig sein. Und für mich ist es wichtig, die Erkenntnis, es ist doch eine Demaskierung auch von Gesellschaft, auch von meiner Stadt. Ich weiß dann, auf wen kannst du dich verlassen? Wer steht zu der Stadt? Wer hält zusammen? Wer macht dann bürgerschaftliches Engagement? Gab es eine tolle Osteraktion bei uns, da wurde der Marktbrunnen geschmückt. Kleinigkeiten, um den Kindern ein bisschen eine Freude zu machen. Und man sieht natürlich auch ganz genau, wo die Probleme sind. Ich hätte auch nicht gedacht, dass in so einer kleinen Stadt etliche Einweisungen von Kindern in die Notbetreuung erfolgen, weil die eben in den Familien offenbar nicht so gut aufgehoben gewesen wären wie in den Kita-Einrichtungen. Und was ich gelernt habe, Erzieherin zu sein, ist wirklich ein harter Job. Und meine Gastronomen und meine Reiseunternehmen, also meine Reisebüros, die haben es immer noch richtig schwer und eine Kurstadt ohne Gastronomie und ohne funktionierende Innenstadt ist schwierig, aber halten trotzdem die meisten zusammen. Ja, also bei mir muss ich sagen, es ist sehr vielschichtig. Ich hoffe, dass ich mich sehr kurz fassen kann. Es ist eine sehr bewegende Zeit. Wenn man ein funktionierendes Unternehmen hat, was man in einem sehr kurzen Zeitraum mit einem sehr, sehr guten Forecast für das Jahr eigentlich zumachen muss. Und ich habe auch noch das Bild auf meinem Handy, wie das aussieht, wenn man dann in eine Insolvenz geht. Also so fühlt sich das an. Existenzangst getrieben. Das war ungefähr die erste Woche. Eben genau, das kann ich bestätigen, es trennt sich die Spreu vom Weizen, wer zu einem steht und wer nicht. Und wir können sagen, dass wir einen sehr guten Freundeskreis haben und sehr gefestigt sind und das macht auch Mut für die Zukunft. Es gab auch bei mir den Fall, mein Vater liegt im Wachkoma, er hat auch das Virus bekommen, also es ist nicht so, dass das uns auch bei dem Gesamten, was wir veranstaltet haben, unberührt gelassen hat. Das geht einem dann auch nahe, er hat es überstanden. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Das andere ist, wenn man dann den Mut aufbringt und das fand ich eben, ja, eigentlich das negativste Erscheinungsbild für mich in dieser gesamten Krise war, wie unsere Branche außer Acht gelassen worden ist. Und dort muss man einfach sagen, wir reden hier nicht über 2,4 Millionen und
Beschäftigte, sondern anhängig eben auch meine Kollegen, die hier drüben sitzen, die uns die Gäste ins Haus bringen. Und wenn man das eben kompakt sieht, dann reden wir hier schon vielleicht fast über 4,5, 4,8 Millionen. Also ich will mich dort nicht auf Zahlen 100% festlegen. Macht man das kompakt zusammen, reden wir über einen der größten Arbeitgeber in Deutschland. Die Erkenntnis daraus ist, dass wir keine Lobby haben und wir unsere eigene Lobby machen mussten. Vielen Dank an die Stadt Dresden, dass wir das auch so in Ruhe und in dieser Legitimität tun durften, mit unserer leeren Stühle-Aktion, die weltweit Anklang gefunden hat. Dort komme ich zu dieser nächsten Sache. Da muss man einfach mal sagen, man kann gewisse Dinge legitim erstreiten. Also wir haben bei allen Veranstaltungen lediglich zwei Polizisten gebraucht, die für uns zuständig waren. Hat aber allerdings auch gezeigt, dass wir ja zusammenhalten müssen. Der Zusammenhalt ist natürlich sehr schwer. Wenige Starke nehmen viele Schwache mit. Unsere Branche ist in ganz Deutschland gebeutelt. Es kommen viele, viele wilde Forderungen, die muss man dann eben sehr kompakt irgendwo zusammenfassen. Man kann nicht alle mitnehmen. Das ist auch eine Erkenntnis. Unweigerlich fühlt man sich natürlich dann dort auch auf den Schlips getreten, dass man sagt, man ist nicht systemrelevant. Ich denke schon, dass jeder Künstler, jedes Kulturgut, was wir haben, auch eine gewisse Systemrelevanz hat. Und jetzt komme ich noch schnell zum Unternehmer. Das ist für mich auch eine Erkenntnis, warum wird der Unternehmer, der viele Dinge trägt auf seinen Schultern, der Seelsorger ist, also eigentlich alles das, was jetzt hier auch am Tisch sitzt, in seiner Berufswelt leben muss, um sein Unternehmen am Laufen zu halten. Man wird als Unternehmer aus allen Programmen, und ich habe auch teilweise jetzt schon den Entwurf von dem von der Bundesregierung, von dem Förderprogramm gesehen, und dort wird eben auch wieder der Unternehmer ausgedient. Das ist für mich schier unbegreiflich. Das ist auch ein Punkt. Und logischerweise bin ich auch Vater von zwei Kindern. Das ist auch eine sehr interessante Sache, da kommen wir bestimmt hier hinten auch noch dazu. Also man muss Lehrer und Erzieher gleichzeitig sein. Wir haben es gemeistert, wir haben es geschafft, und ich hoffe, dass auch ja, alle anderen das genauso meistern und die Kinder ja, jetzt sich freuen, wieder in die Schule gehen zu dürfen. Also bei meinem Großen war das zumindest so, dass er gesagt hat, danke, dass ich wieder in die Schule gehen darf. Das gab es bei mir, glaube ich, nie. Vielen Dank, Herr Unger. Jetzt sind schon eine ganze Reihe von Fragen in den Raum gestellt worden. Ich kann mir vorstellen, dass die anwesenden Politiker auch gleich Lust hätten zu antworten, aber wir müssen das noch eine Runde aushalten. Und bitte, Frau Pallas. Ja, vielleicht fängt man mal mit einer persönlichen, ganz persönlichen Einlassung an. Ich war eine der betroffenen Mütter mit drei kleinen Kindern im Homeoffice. Darf ich sagen, auch in der Aufteilung mit meinem Mann, das ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Und hätte es noch einen Tag länger gedauert, wären wir, glaube ich, beide tot umgefallen. Eine sehr schwierige Situation ist auch, dass meine Mutter genau mit Beginn der Ausgangssperre ins Krankenhaus musste. Dann geht man nochmal persönlich ganz anders mit bestimmten Schutzmaßnahmen um und macht sich natürlich um große Dinge Sorgen. Aber ich möchte ganz grundsätzlich vielleicht die Erfahrung in zwei Phasen einteilen und dabei sagen, die erste Phase, die wir alle erlebt haben, war natürlich erstmal die Angst, die Bilder aus Italien und der Ausnahmezustand, aber das war die erste Phase, die auch noch geprägt war von einer Welle der Solidarität, von einem irgendwie sogar einem Aufbruch in einer Krise, dem Nachdenken über die Dinge, die vielleicht wirklich wichtig sind, die man plötzlich vermisste, Nähe, das Freundetreffen, so kleine Selbstverständlichkeiten, aber die hatten noch so einen positiven Umschwang, man konnte noch mal über sich und das Leben nachdenken. Und wenn ich das jetzt auf den Kulturbereich beziehe, dann muss ich hier auch vielleicht noch mal differenzieren, denn mit Beginn der Ausgangssperre hat vor allem die Künstler, die Solo-Selbstständigen, die hat es sofort getroffen. Viele leben in diesem Bereich sehr prekär und praktisch von der Hand in den Mund, und da haben schon die ersten drei Wochen ausgereicht, um sie in eine existenzielle Not zu führen. Etwas anders ist es, wenn ich an die freien Träger denke, und ich spreche jetzt hier vor allem für die freien Kultureinrichtungen, also die, die nicht in einer staatlichen oder kommunalen Trägerschaft sind.
Hier habe ich am Anfang auch eher einen Aufbruch gespürt oder vielleicht sogar so ein sich besinnen auf die eigentlichen Aufgaben, auch so ein Umswitchen, so ein unbürokratisches, flexibles, pragmatisches, schnelles Handeln, Hilfe dort anzusetzen, wo sie gebraucht wird, im Gemeinwesen zu wirken, plötzlich einen Mundschutz zu nähen, statt ein Konzert zu veranstalten, in die Nachbarschaftshilfe einzutreten, mal bei Leuten zu klingeln, zu fragen, wie geht's ihnen. Also so ein Aufbruch, der eine sehr solidarische Ebene eigentlich aufzeigte. Ja, und dann kam die zweite Phase. Und die zweite Phase, das ist eigentlich die Wirtschaftskrise, beziehungsweise heißt es übersetzt für die Träger, auch wir in der Kultur, vor allem ein Wettbewerb und ein Kampf um Schutzgelder, Schutzmaßnahmen. Und das ist eine sehr, 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 sehr schwierige Phase, die auch heute noch anhält. Und hier kann man klar sagen, wer keine Lobby hat, der wird natürlich nicht gesehen. Ich möchte aber sagen, das ist gar nicht als Vorwurf formuliert, denn in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft gibt es nicht irgendwie ein zentrales Register, was alle Ereignisse erfasst. Das ist schon nachvollziehbar. Aber für einen Kulturbereich, gerade die freien Träger, der in seiner extremen Vielfalt und Ausdifferenziertheit gar keine allgemeine Vertretung hat, ist es sehr, sehr schwer, hier gesehen und gehört zu werden. Und so ist auch die zweite Phase für den Kulturbereich eher eine sehr frustrierte gewesen, weil plötzlich gewahr wurde, die Einnahmeausfälle steigen jeden Tag. Die Arbeit läuft aber weiter, die hat sich nur verändert. Und zu Beginn sind die Einrichtungen ja auch alle gefördert. Das heißt, der Druck und die Krise finanzieller Art kommt erst Stück für Stück. Und hier hat man schnell gemerkt, die freien Träger hat auch keiner auf dem Schirm. Das versteht auch irgendwie keiner. Was ist denn das überhaupt für ein freier Träger? Wie, das ist ein Verein und Bürger verantworten Kultureinrichtungen, wo Menschen arbeiten, wo Steuergelder verwaltet bzw. verausgabt werden. Also dieses Nicht-Gesehen-Werden hat zu einer großen Ohnmacht geführt. Auch das Rennen um die Fördergelder. Die viele in der Kultur sind sehr, ich sag mal, bescheidener und puritanischen Arbeitsstil gewohnt. Die schreien nicht sofort auf und sagen, wir brauchen hier ganz viel Geld. Und haben sich ein bisschen verwundert die Augen gerieben, dass das Engagement an der Gesellschaft offenbar keine so große Rolle spielt. Und auch, dass für das Kulturland Sachsen, und wir reden hier von ca. 1000 Kultureinrichtungen und Initiativen, vom Heimatmuseum bis zur Semperoper, dass aber die Masse dieser Kraft des Kulturlandes die freien Träger sind. Und sie müssen eben auch in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Und dieses Nichtsehen, das ist, würde ich sagen, die zweite Phase würde ich damit mit Frustration und Ohnmacht überschreiben, während die erste Phase so eine solidarische und so eine hoffnungsvolle Phase war. Vielen Dank. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um unser Zeitbudget. Jeder von Ihnen ist versprochen, kommt auch noch ein zweites oder ein drittes Mal dran. Also es ist nicht alles, muss gleich beim ersten Mal gesagt werden, aber natürlich vielen Dank. Wir merken, glaube ich, wechselseitig die existenzielle Betroffenheit, die jeden hier erfüllt. Herr Hühn, bitte. Ja, dann versuche ich es vielleicht etwas schneller zu schaffen. Ja, ich beziehe mich mal als uns als Reiseveranstalter. Reiseveranstalter beinhaltet ja Reiseorganisation und diese findet ja schon bereits bis zu einem Jahr früher statt, bevor die Reise dann stattfindet. Und man baut eigentlich über ein Jahr so ein Reiseprogramm auf. Man fasst das dann im Herbst in Medien, in Print, in Katalog. Man bringt das in die Zeitung, man bringt das auf den Markt. Und wenn man gut ist, geht man auf Messen und wenn man gut ist, dann schafft man das so Jahresende bis Januar ungefähr zwischen 60% und 65% der Jahresbuchungen schon in trockenen Tüchern zu haben. Und dann kommt noch etwas Januar, Februar, das ist im Omnibusbereich die tote Zeit und dann kommt der März, wo alle drauf brennen, die Sonne steigt etwas höher und jetzt soll es losgehen. Der erste Schock für uns war die Buchmesse in Leipzig, wo selbst von mir 5 ausgebuchte Busse hinrollen sollten, wurde abgesagt. Der nächste, damit war dann diese Arbeit schon passé, der nächste Knaller, nenne ich es mal so, war für uns, dass das Kultus komplett die Schülerreisen untersagt hatte. So, damit ist auch für uns Busunternehmen im Frühjahr immer eine gute Auslastung gewährleistet. Wie ich sagte, wir sind Veranstalter, auch Schülerreisen müssen geplant werden. Und dann kam eigentlich das, was uns sehr zu schaffen machte. Wir mussten innerhalb von einem Monat ja erstmal unsere ganzen Reisen, die schon voll bezahlt waren, das ist immer so 4 Wochen vorneweg, müssen Sie eine Reise, wenn Sie eine Reise tätigen, bezahlen, die mussten wir ja erstmal rückabwickeln. Man tut also die Arbeit von dem vorangegangenen Jahr erstmal wieder komplett rückabwickeln. Man braucht das finanzielle Mittel dafür, weil es ist ja mit der Organisation auch schon gewisse Sachen in Arbeit aufgebraucht worden. Und
es kam dazu noch, dass wir ja auch an unsere Leistungsgeber schon bezahlt hatten. Das sind Reedereien, das sind unter Umständen auch Hotels und das sind In- und Ausland. Und glauben Sie mir, ich warte teilweise heute noch auf Rückzahlungen von Leistungsgebern, sind auch Jugendherbergen dabei. Und wenn ich das bitte anmerken darf, wir haben leider vom Kultus, wo wir unsere Stornorechnungen geltend gemacht haben, noch nicht einmal eine Bearbeitungsinformation, geschweige denn ein Geld. Ich kenne es von Kollegen aus anderen Bundesländern, wo die schon wesentlich weiter sind. Ja, und dann ist bei uns Stillstand gewesen. Und das war ab Mitte März. Und unsere Fahrzeuge, die wir im Reiseverkehr bewegen, die haben also einen Kaufpreis zwischen 350 und 450.000 Euro, also auch eine Menge Kapital, was da gebunden ist, was zurückgeführt werden muss. Ich war leider auch noch in der Lage mit 20 Mitarbeitern, dass keinerlei Zuschüsse für mich gewährt werden konnten. Muss ich auch so anmerken, 15 Kilometer weiter ist Thüringen, ein befreundetes Unternehmen, hat dort halt in dieser Größe auch noch Zuschüsse bekommen können. Kredite gab es, habe ich für mich abgewählt, muss ich sagen, weil aufgrund von unserem hohen Finanzbedarf für die Fahrzeuge eigentlich die Sache schon ausgereizt ist und meiner Meinung nach ich die Sache dann nur weiter in die Zukunft verschoben hätte. Bin an meine Substanz gegangen, die ich die letzten 30 Jahre aufgebaut habe. Ja, und ich will es auch kurz machen und das war der Stand Mitte März und das ist bereits schon ein Vierteljahr her. Also es wird Zeit, dass sich etwas wieder ändert, dass wir wieder arbeiten können. Dankeschön. Genau, ja, es war eigentlich ein sensationelles Jahr. Die Gastronomen waren gut ausgebucht. 2020, das ultimative Hochzeitsjahr. Meine traurigen Paare waren, oder die Hochzeitspaare waren in guter Stimmung. Es waren unheimlich viele da. Und dann kam das plötzliche nichts mehr. Also, da war von 110 auf 0. Und das war für alle in unserer Stadt so. Jetzt muss ich sagen, wir müssen auf ein ziemliches Erfahrungspotenzial in Katastrophen zurückgreifen, da wir schon zwei Hochwasser erlebt haben. Also für uns ist das totale Aus innerhalb von den letzten 18 Jahren zum dritten Mal. Da haben wir gesagt, okay, wir wissen ja schon, wie es geht. Das wird schon irgendwie, wir schaffen das. Das war so die erste Phase. Dann haben wir ganz viel gemacht, ganz viel organisiert, zusammen auch mit der Stadtentwicklung, mit dem City Management, unheimlich schöne Aktion für Gutscheinverkäufe, die sofort online gegangen sind, Pirna hilft etc., ganz viele Sachen. Dann hat man sich untereinander, wir reden sehr viel miteinander, haben guten Kontakt, untereinander viel geholfen, hast du das schon ausgefüllt, können wir das machen, jenes machen. Aber wir hatten natürlich auch alle unsere Kinder zu Hause und ich kann meinen Vorrednern nur, kann mich da nur anschließen, also ich habe in den letzten 9 Wochen kaum von nachts um 1 Feierabend gemacht. Da waren die administrativen Sachen mit den Firmen. Dann gab es viel in der Stadt zu organisieren, damit die Gemeinsamkeit nicht stirbt. Aber dann gab es da auch so Projekte wie Regenwürmer, Steckbriefe oder sowas, die ganz wichtig waren. Und nebenbei noch fürchterlich traurige Kinder, weil denen gerade ganz viel verloren geht. Gerade in der 4. Klasse Abschlussfeiern etc. Gut, als wir das organisiert haben, haben wir gesagt, jetzt geht es wieder los und ich kann wirklich als Positive sagen, wir haben eine total bunte Stadt jetzt im Moment wieder, aber es ist eben nicht wie vorher. Wir können nicht die Umsätze generieren durch verschiedene Sachen. Kollegen können durch die Kinderbetreuung ihrer Angestellten eine ganz schwierige Personalplanung haben, die können das alles nicht normal fahren. Die Kunden sind zurückhaltend, die Gastros, die können einfach ihre Veranstaltungen nicht machen. Wir müssen jetzt einfach gucken und dort ist ein ganz großer Punkt, der gerade für viele kleine Einzelunternehmen ist, diese fehlende Abrechnungsmöglichkeit für Kosten wie Krankenkasse etc., also so private Kosten, die fehlen einfach. Und es gibt keinen Unternehmerlohn, nichts, was man irgendwo ansetzen kann. Das ist, glaube ich, gerade das größte Problem von vielen. Danke. Ich kann mich da bei meiner Nachbarin Frau Hausting nur anschließen. Es lief bombastisch bei uns. Es war das 10. Firmenjahr in der Touristik als Reisebüroinhaber und als Busreise- und Reiseveranstalter mit eigenem Reiseprogramm. Und man kann wirklich sagen, dass unsere Reisebranche im Vollbetrieb angehalten wurde und jetzt kollektiv unter Schock steht.
Das zeigen ja in den Medien die hupenden Reisebusse in Dresden und in Berlin. Und die Menschen, die für diese Branche, für diese Kultur der Organisation von Reisen, die ja wirklich eine Kultur ist, das organisierte Reisen, sei es eine Tagesfahrt, wo eine ältere Dame in Einsamkeit zu Hause lebt und kaputt daran geht, die mal raus muss, die das auch nicht mehr kann. Es geht ja jetzt nicht bloß um uns Unternehmer, sondern auch an die älteren Menschen, die eben gerne mal einfach nur zu einem Tanz oder zu einer Tasse Kaffee irgendwo ins schöne Zittauer Gebirge unterwegs sein wollen oder. Ich erinnere mich persönlich, und das ist meine schlimmste Erfahrung eigentlich, Freud und Leid, habe ich immer gesagt, zu meinen Kunden liegen immer sehr dicht. Wir waren Mitte März in Ulm und haben uns unseren neuen niegelnagelneuen Setra-Bus abgeholt. Der Vorhang fiel. Wir haben alle gemeinsam mit treuen Stammkunden, über 40 Kunden, haben wir diesen Bus abgeholt. Wir sind also mit einem älteren Bus nach unten gefahren und mit dem neuen Bus mit unseren treuen Stammkunden wieder zurück. Und ich habe im Bus selber mitgesessen, vorne am Reiseleitersitz, und habe so die Fotos von dem neuen Bus so voller Freude geteilt. Auch einer guten Freundin, meine ehemalige Arbeitskollegin, wo ich studiert habe. Und sie hat mir zurückgeschrieben, dass sie heute in Kurzarbeit geschickt wurde. Und da habe ich eigentlich voller Verblendung, voller Freude dieses neues Autos gedacht, jetzt wird es ernst. Weil wenn dieser große Reiseveranstalter hier in Sachsen jetzt Kurzarbeit anmeldet, dann sind wir auch bald dran. Haben drei Tage später mit über 100 Leuten unseren Bus getauft. Unser Landrat, Herr Harich, der hat Taufpate gestanden. Und drei Tage später haben wir ihn wieder abgemeldet, haben uns mit unseren Mitarbeitern zusammengesetzt, die mir sehr, sehr großes Vertrauen geschenkt haben, die gesagt haben, wir halten zu ihnen. Wir verstehen natürlich, dass wir auch in Kurzarbeit gehen müssen. Und unsere Kunden größtenteils auch sehr, sehr, sehr verständnisvoll waren. Da sind abgesagte Reisen, da sind Gelder stehen geblieben, die wir auf andere Reisen in die Zukunft wieder umbuchen konnten, um eben genau, was Herr Hühn gesagt hat, diese Rückzahlung der Kundengelder hat uns jetzt in diesen letzten Monaten, glaube ich, das größte Übel gebracht, diese finanzielle Schwierigkeit. Und habe ich dann auch, wie gesagt, Erkenntnisse mitgebracht. Vielleicht noch was Negatives. Wirklich das Gefühl für die gesamte Branche, und da spreche ich für die Reisebüros und für die Reiseveranstalter, für die Busunternehmer, wirklich bis zum heutigen Zeitpunkt nicht zu wissen, was dürfen wir, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Busunternehmer, Reisebüros, Reiseveranstalter, die Steuerzahler, guter Steuerzahler waren, das muss der Staat auch wieder zu Steuerzahlern machen. Das ist existenziell für den Staat notwendig, und darüber können wir dann in der Runde der Erkenntnisse sprechen. Vielen Dank. Ja, also ich vertrete ja Kino, und wir durften ja letzte Woche, also eigentlich vor zwei Wochen schon wieder aufmachen, wie alle Gastronomen auch. Wir haben uns für letzte Woche Donnerstag entschieden, aufzumachen. Ja, was heißt Kino aufmachen? Es gibt keine Filme. Wir haben alte Filme, die wir spielen müssen. Wir hatten ja auch darum gebeten, den Bund, also unser HDF, unser Verband hat gebeten, dass alle Kinos in Deutschland zusammen aufmachen, weil wir an Verleiher gebunden sind, die sagen, okay, wir brauchen auch 6 Wochen, um die Filme wieder zu platzieren. Und wir sind jetzt eben, wir haben auf, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, aber es gibt erst richtig gute Blockbuster, wenn alle Kinos in Deutschland wieder geöffnet haben. Natürlich gibt es Nischenfilme und kleinere Verleiher, die uns helfen, aber für 2 Mann am Tag aufmachen, lohnt sich das? Dann das Hygienekonzept. Ich habe ein Kino, da passen nur 15% rein, weil ich eine Reihe freilassen muss, 3 Sitze daneben. Ja, die Kinos sind eben sehr klein. Das ist ein kleiner Saal mit 50 Mann. Aber es geht nicht anders. Und da ist eben die Frage, wie es weitergehen soll. Na, weil wir sind auch Kultur. Und so geht Sächsisch. Die Kinotour wurde auch leider abgesagt. Und wir hoffen, dass sie weitergemacht wird. Vielen Dank, Herr Koma, jetzt. Ja, also wir sind in ambulanter Pflegedienst. Der erste Schock, als das Virus auftrat und die Maßnahmen erlassen wurden, standen wir vor dem Problem, die Patienten möchten möglichst nichts passieren, schön zu Hause bleiben, haben uns bemüht, sie zu belehren, dass also auch wenig Kontakte gepflegt werden. Wir haben noch eine Kurzzeitpflegeeinrichtung in Kipsdorf im Nachbarort dranhängen. Dort möchte also auch nichts passieren. Und vor allem dem Personal möchte nichts passieren. Wir haben also alle möglichen Varianten durchgespielt. Was wäre, wenn? Haben uns dort auch Vorkehrungen einfallen lassen. Und Gott sei Dank, dreimal Holz,
Also wir haben keinen Fall, nirgends. Also weder beim Patienten noch beim Personal. Also ein Glücksumstand, ich weiß es nicht. Also das, ansonsten ist die ambulante Pflege leider am untersten Level, ganz unten, das wurde uns auch immer wieder mal bestätigt. Also so war die Beschaffung von Atemmasken und Material zur Desinfektion und an Schutzkleidung, falls doch ein akuter Fall auftreten sollte, schwierig. Mit Beziehungen, also ich bin noch die Generation, die das weiß, nur Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Das ist heute auch wieder so gewesen jedenfalls. Der Krisenstab des Landratsamtes hat geholfen und wir hatten uns auch an das SMS gewandt mit einer, und das THW hat uns dann Material vorbeigebracht. Also der Schock wurde verdaut. Die Leute sind alleine zu Hause. Sie sind glücklich, dass sie in ihrem eigenen Wohnumfeld leben können, versorgt werden. Aber es sind natürlich mit diesen Maßnahmen auch sämtliche umfangreiche Betreuungsangebote weggefallen. Also das, wo die sozialen Kontakte ähnlich bei den Kindern und Jugendlichen, so ist das bei den Alten genauso. Also das wissen die Busunternehmer, dass wir da einiges unternehmen müssen, und das wissen die Gastronomen. Und uns geht es genauso, dass wir für das Klientel, wir fahren also mit unseren Patienten zum Beispiel 2 oder 3 Mal im Jahr in Urlaub. Also mit diesem Reisebus. Das müssen Sie vorbereiten, Sie müssen jedes Hotel vorher aufsuchen, kennenlernen, Sie müssen wissen, geht es, wie hoch sind die Duscheinstiege. Da sagen manche Hoteliers, wo wir noch nie waren, was mussten du wissen, wie hoch die Dusche ist. Also, das ganze Ausflugsprogramm muss für dieses ganz spezielle Klientel vorbereitet werden. Das passiert bei uns auch 1 Jahr im Voraus, wo wir die Gastronomen aufsuchen, wo wir die Verträge abschließen. Das haben wir also alles storniert. Und jetzt drängt es eben danach, dass die rückläufigen Infektionszahlen einfach jetzt sagen, jetzt lockert es doch nur, lasst uns doch auch mal raus wieder, uns Alte, und lasst uns alte Freundeskreise treffen, lasst uns zu einem Gastronomen fahren, zum Kaffee trinken, und also jeder hat Sehnsucht. Ich muss dann noch bei den Erkenntnissen noch was dazu sagen, später, was sich äußerst negativ in den Verordnungen jetzt in der Praxis erweist, aber das dann in einer anderen Runde. Herr Kummer, merken Sie sich's bitte, ja? Und ja, auf jeden Fall. Ja. Frau Rieniger. Ja, vieles ist schon gesagt. So ähnliche Phänomene haben sich natürlich auch innerkirchlich abgespielt. Viele Absagen zu Beginn, Absagetaufen, Hochzeiten, Gottesdienste, die haben uns natürlich ins Mark getroffen als Kirche. Zugleich Arbeitsbereiche, die sonst gar nicht im Blick sind, Kirchenmusik, also Gemeindegruppen, Jugendarbeit. Gut, kennen Sie alle, Lockdown. Zugleich hat sich sofort freigesetzt eine unglaubliche Kreativität und Beweglichkeit der Kolleginnen und Kollegen. Das werden Sie auch alle beschreiben können. Sofort hat man gesagt, was brauchen die Leute jetzt und was ist im Rahmen der kleinen Möglichkeiten möglich. Also Gottesdienst to go. Zu Hause haben die Leute ihre Kruzifixe rausgeholt und die Bibel auf den Tisch gelegt und Karfreitag in einer ganz besonderen und für viele auch sehr berührenden, wenn auch sehr einsamen Situation gefeiert. Also Möglichkeiten und die Grundfrage, wie kommen wir zu den Menschen, die eben sich an das digitale Leben nicht angeschlossen sind, die analog unterwegs sind. Das finde ich ist eine zentrale Frage, die auch für mich weitergeht, die eine Frage in die Entwicklungsperspektive unserer Gesellschaft ist. Was machen, wie erreichen wir diese Menschen? Also Kollegen haben wirklich ihre Gemeinden durchtelefoniert und haben irgendwie versucht, in Kontakt zu bleiben. Wir sind als ja nicht systemrelevant im vordersten Sinne eingestuft gewesen und haben, ich habe seit ein paar Tagen die Selbstdefinition gefunden, wir sind lebensrelevant mit unseren Themen. Und zugleich ist ja eine zentrale geistliche Frage in dieser Krise für uns aufgerufen, nämlich die Frage nach dem, was im Rahmen des Menschen möglichen ist und im Rahmen, und die Frage nach dem, was unverfügbar ist, die Frage nach Leben und Tod. Und im Moment erlebe ich ein sehr starkes, auch theologisches, geistliches Nachdenken. Wir glauben ja an einen Gott, der Menschen liebt und zum Leben befreit.
Was ist dann in dieser Krise eigentlich für uns zu denken? Wie abgründig ist unsere Schöpfung angelegt? Also, Sie hören schon große Themen und Fragen. Was mir wichtig gewesen ist, dass wir in der innerkirchlich nach außen hin dann auch immer wieder versucht haben, die Stimme derer zu verstärken, die wenig Stimme haben. Wir haben sehr viel wieder investiert in den Bereich, also investiert im Sinne von Aufmerksamkeitsinvestition, in den Bereich Obdachlosenarbeit in den Städten, in den Bereich Suppenküchenarbeit, in unsere ökumenischen Kontakte. Es gibt ja Länder, denen es weitaus traut man sich kaum zu sagen, nach dem, was Sie jetzt berichtet haben, aber wo Systeme vollkommen zusammengebrochen sind, dort zu helfen. Wir haben ein Schulprojekt in Bethlehem, das wir unterstützen. Und also auch die sozusagen die weltpolitischen Themen und ökumenischen Themen nicht aus dem Blick zu verlieren. Und Hauptthema bleiben, wie bleiben wir bei Trost? Danke. Ja, ich bilde mir natürlich nicht ein, jetzt von allen bei mir organisierten Frauen die Probleme in der Kürze der Zeit darlegen zu können. Es geht ja jetzt auch im Wesentlichen um die Erfahrungen. Ich fange mal mit dem Bereich an, in dem ich auch selber beruflich tätig bin. Ich bin Anwältin und mache Gewaltschutz und stand plötzlich vor Gerichten, die meine einstweiligen Anordnungsanträge auf Zuweisung der Wohnungen, wo Kinder und Frau geschlagen werden, für entsprechende Umgangsausschlüsse, es passierte nichts. Ich habe praktisch den ganzen April und den halben März wurden keine Termine angesetzt. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das setzt voraus, dass die Gerichte dann Beschlüsse erlassen, die ich dann auch umsetzen könnte. Sprich, das war, ich sage jetzt mal aus Sicht des Gewaltschutzes, schon als juristische Arbeit ausgesprochen erschwert. Das bessert sich jetzt auch alles wieder und es gab auch durchaus mutige Gerichte, die dann Beschlüsse erlassen haben. Aber nichtsdestotrotz, das war also jetzt aus meiner direkten persönlichen Erfahrung, gerade im Gewaltschutz, sehr unangenehm. Bleiben wir bei dem Gewaltschutz. Wir haben eine doch relativ umfassende Abdeckung mittlerweile von Frauenschutzhäusern in Sachsen. Es gibt immer noch ein paar Flecken, die wir gerne bedecken würden, aber was wurde deutlich durch Corona? Die großen Häuser, wo viele Frauen ein Bad, eine Küche gemeinsam nutzen, das geht in Corona-Zeiten nicht. Und wenn eine Frau oder ein Kind positiv getestet wird, haben wir plötzlich ein Problem mit der weiteren Belegung. Das ist uns auch tatsächlich in Sachsen passiert. Insoweit Erfahrung, da sieht man, dass eben auch große Häuser wiederum natürlich in solchen Fällen angreifbarer sind. Gehen wir weiter in die tagtägliche Arbeit. Ich kann Ihnen sagen, Arbeiten mit Maske ist im Gewaltschutzbereich in einem hochsensiblen und auch hochpersönlichen Bereich unheimlich schwer, weil Sie die Emotionen schlechter erkennen können. Sie selber werden auch schlechter erkannt. Sprich, die Frau, die bei einem sitzt und die sich einem ja auch die einem Vertrauen schenken muss, das fällt sehr schwer. Und dann kommt eben auch noch dazu, die aufsuchende Tätigkeit war praktisch in der Zeit nicht möglich. Das heißt, aus Sicht der häuslichen Gewalt war das bis jetzt eine wirklich schlimme Zeit für uns. Und wenn dann noch dazu kommt, dass Schulen, dass Kitas zu sind, die sonst auch noch mal eine Ampelfunktion für uns alle hier haben, auch noch wegfallen, ist es einfach sehr problematisch. Positive Erfahrungen haben wir damit gemacht, dass dann auch wirklich kurzfristig nochmal Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt werden konnten, sodass dann also auch wirklich keine Frau, die in Zeiten von Corona Schutz suchte, auch abgewiesen werden musste. Ja, das ist der eine Punkt. Ich habe schon so viele gute Vorrednerinnen gehabt. Wir haben natürlich durch die unterschiedliche Festlegung, was ist systemrelevant, natürlich eine hohe Problematik nicht nur bei Alleinerziehenden gehabt, sondern eben allgemein bei den Dingen. Und ich möchte da gleich anschließen, auch wenn es etwas provokativ ist, das ist jetzt der Punkt, den wir jetzt als Landesfrauenrat eben auch wirklich mal deutlich zur Sprache bringen müssen, den sogenannten Rollback oder Rückschritt in die alten traditionellen Familienbilder. Ich habe selber
Familie und ich schätze Familie, aber es kann nicht sein, dass jetzt plötzlich wieder die Frauen diejenigen sind, die nicht nur die Pflegeberufe auf dem Rücken hatten, jetzt während Corona und da eine große Leistung bringen mussten, sondern dann auch im Rahmen Homeoffice zu Hause bleiben mussten oder eben, weil sie dann die Kinder entsprechend beaufsichtigen, unterrichten oder sonstiges mussten. Und Entschuldigung, ich muss es einfach an der Stelle noch sagen, wenn ich dann noch aus der SZ am 22. Mai lesen muss, dass der IHK-Präsident von Chemnitz sagt, über das Konjunkturpaket, was jetzt ganz frisch auf dem Tisch liegt, da sitzen einige Männer zusammen und manchmal ist es gut, wenn keine Frau dabei sind, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr erschreckt. Sie können sich darauf verlassen, Herr Ministerpräsident, wir werden alle sechs Kammerpräsidenten, die anwesend waren und den einen das haben gestört sagen lassen, noch anschreiben werden. Aber gerade in wenn ich jetzt auf das Konjunkturpaket noch kommen darf, es geht mir auch darum, dass hier wirklich darauf geachtet wird, dass wir hier nicht Maßnahmen finden, die mittelbar Frauen wieder benachteiligen. Das heißt, hier muss man einfach auch schauen, werden, wenn Gelder, ich kann die einzelnen Probleme, die wir jetzt hier angesprochen haben, bestens nachvollziehen. Ja? Ich sage Ihnen auch, wir Juristinnen und Juristen sind ja auch nicht unbetroffen davon, ich bin selbstständig, aber nichtsdestotrotz, da sollte man genau hinschauen. Und zum Ende hin noch vielleicht die Pflegeberufe möchte ich hier nochmal auch hervorheben. Hier haben wir sehr viel darüber gehört, über unsere Mitgliedsverbände, dass hier einfach die Frage der Schichtbesetzung wirklich hochproblematisch war. Und dass hier auch, ich sage jetzt mal, die sogenannte Stand-by-Belegung offensichtlich noch überhaupt nicht vorhanden war, was man sonst so als Bereitschaftsdienst kennt, dass es da sehr große Probleme und Reibungspunkte gab. Und so ganz zu guter Letzt komme ich auch noch mal auf Kunst und Kultur und die Vereinigungen und Vereine, die große soziale Arbeit in Sachsen bringen, die tatsächlich auch alle genau die Punkte angesprochen haben, nämlich die Frage Förderung, Änderung der Förderrichtlinien, Anpassung jetzt an Corona-Verhältnisse und eben auch die Fördersicherheit. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Köhler. Ich mache an der Stelle noch mal auf die Uhr aufmerksam. Das fällt mir nicht leicht. Wir haben jetzt eine Stunde miteinander ausgetauscht. Wir wollen dann noch zu konkreten Vorschlägen kommen. Vielleicht speichern Sie es schon mal im Hinterkopf dann für die zweite Runde. Was wäre denn nun angesichts dieser ganzen problematischen Lage, die uns so deutlich vor Augen tritt, mein Vorschlag? Wo ist vielleicht auch eine ganz konkrete Maßnahme? Also wir kommen noch dazu. Wir wollen aber den anderen, die jetzt noch keine Gelegenheit hatten, ihre Erfahrungen zu nennen, auch diese Gelegenheit geben. Mit der Bitte, es so kurz wie nur irgendwie möglich zu fassen. Ich werde mir Mühe geben. Also vielleicht vorab, ich fühle mich seit Mitte März weniger als Kita-Leiterin, als wirklich eher so wie im Krisenmanagement. Haben Sie das Mikrofon an? Ja. Dann habe ich es an. Also ich fange nochmal an. Gut, ich fühle mich jetzt praktisch seit Mitte März weniger als Kita-Leiterin, als eher so als Krisenmanagerin. Ne? Irgendwie laufen alle Fäden bei einem zusammen und ich habe noch nie in meinem Leben vor so vielen Fragen gestanden, wo ich nur ein Schulternzucken hatte und gesagt habe, das weiß ich jetzt einfach nicht. Ne? Wir finden uns, glaube ich, alle im Moment in einem Fall, wo Sachen passieren, die unvorstellbar waren. Und die Tatsache, dass alle Kitas schließen, war eine Sache, die unvorstellbar war für viele. Ich kann mich noch erinnern, dass mich zwei Tage vor Herrn Fadi gefragt hat, halten Sie es für möglich? Und ich das verneint habe. Wir wurden eines Besseren belehrt. Im Nachhinein, was Sachsen gemacht hat, war sehr gut, nämlich dass die Eltern nicht nur das Wochenende hatten, sondern auch zwei Arbeitstage hatten, um da in der Familie irgendwas zu regeln, mit Arbeitgeber was zu klären. Und insofern, dass nicht so über Nacht kam, dass die Kinder zu Hause waren, sondern die Eltern was klären konnten. Für die Träger war es schwierig, beziehungsweise auch für meinen Berufsstand gesprochen, ich spreche jetzt nicht nur allein für meine Einrichtung, war natürlich die Tatsache, dass plötzlich Erzieher keinen Dienst tun konnten, weil viele ihrer Sorgfaltspflicht wirklich nachgekommen sind, von Trägerseite gesagt haben, wer nicht Dienst tun muss, bleibt bitte zu Hause. Also dieses Verhindern von Infektionen und dieser Infektionsschutz von Personal stand halt im Vordergrund. Ne? Und jetzt viele Kollegen dastehen mit einem nicht geleisteten Arbeitszeit von über 200 Stunden und wir jetzt noch gar nicht wissen, in welchen rechtlichen Raum das fällt, weil dafür gibt es einfach keine Gesetze. Im Moment versuchen die Träger da über Betriebsräte, über Personalräte irgendeinen Konsens zu finden, aber da fehlt wirklich so der große Raum, der das vielleicht absteckt.
Als dann von dieser Notbetreuung, also die Eltern haben eigentlich auch sehr gut reagiert, haben sich die Formulare selber runtergeladen, haben sehr viele Fragen an die Einrichtung gehabt. Das lief dann, wie gesagt, da immer wieder bei uns dann so auf. Es wurde sehr unbürokratisch und sehr kurzfristig entschieden, dass eben die Kinder von den Eltern, die wirklich systemrelevant sind, wieder arbeiten können. Der Übergang dann jetzt in den eingeschränkten Regelbetrieb, der war sehr sportlich. Ne? Wir hatten eine Woche Zeit, mit diesen Bringezonen da uns eine Platte zu machen. Und ich glaube, für alle, ich nehme das jetzt mal raus, für alle sächsische Kindergartenleiterinnen, Leiter sprechen zu können, das war eine schlaflose Woche. Also was man da vor der Einrichtung stand und noch nach Zonen gesucht hat, nach Arbeitszeitmodellen gesucht hat. Unsere Einrichtung als Integrationseinrichtung der komfortablen Lage, dass wir mehr Personal haben als andere Einrichtungen, für uns stand von Anfang an fest, dass wir weiter einen Dienst ab 6 Uhr anbieten können. Das haben viele Einrichtungen nicht, denn diese Einschränkung landete in der Regel in diesen Öffnungszeiten der Einrichtungen. Und die Mutti, die halt vorher systemrelevant war, um 6 ihren Dienst tun konnte, jetzt von ihrem Arbeitgeber gesagt bekommt, ja, 7:30 brauchst du nicht mehr zu kommen, da kannst du deine Papiere holen. Also da ist im Moment auch ganz viel Druck in den Familien, wie sie das jetzt stemmen. Also gerade in anderen Einrichtungen, ne, die das eben nicht anbieten können, diese Öffnungszeiten. Diese hohen Auflagen, die damit einhergingen, dieses wirklich, dieses Separieren von Gruppen, dieses Vermeiden von Mischung pädagogischer Kräfte, war aus unserer Sicht sehr sinnvoll, dass man eben auch die Erziehergesundheitsarbeit, ja nicht nur Kinder in der Kita, von der nun angeblich weniger Infektionsgefahr ausgeht, sondern dass man sagt, man versucht das alles noch irgendwie zu beobachten, in welche Richtung sich das entwickelt. Was uns hier natürlich auf die Füße fällt, ist wieder die ohnehin dünne Personaldecke. Ich darf das aufgrund meines Alters sagen, seit Jahrzehnten liegen wir da mit der Politik in Ohren, dass wir mehr Personal brauchen. Und das führt halt jetzt dazu umgekehrt in kleineren Einrichtungen, dass die Erzieher auch mehr Arbeitszeit leisten müssen, dass ein Erzieher, die 32 Stunden beschäftigt ist, 45 Stunden arbeitet. Und die machen das wirklich. Also das ist wirklich, wo man sagt, das machen Erzieherinnen für ihre Kinder. Ja. Ich muss trotzdem für die Frau Küpping noch was loswerden, Infektionsschutz. Ne? Es war in der Kita schon immer ein Thema, dass wir eben sehr nah an den Kindern arbeiten und in letzten Zeiten, dass sich auch so gefühlt entwickelt hat, dass wir zunehmend kranke Kinder betreuen. Eltern, die ihre Kinder wirklich mit Fieber oder mit erhöhter Temperatur, mit Husten, Schnupfen in die Einrichtung bringen, ganz einfach, weil es zu wenig Kindkranktage gibt. Ne? Die 10 Tage bezahlter Krank, die die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder haben, reichen für Familien mit kleinen, mittleren Einkommen einfach nicht aus, um da wirklich mal ein Kind auszukurieren. Deswegen finde ich es eben jetzt auch so gut, diese Regelung zu sagen, Gesundheitsbescheinigung, die Eltern sollen mal gerade stehen dafür, die sollen nochmal ihr Kind fragen, geht es dir heute gut, oder mal einen Blick drauf werfen. Und ja. Schon ein sehr konkreter Vorschlag, der jetzt hier mit formuliert worden ist. Bitte schön, Herr Fuchs. Ja, bei uns war es, wir hatten vor uns das Beispiel, dass wir erst eine Phase der Hoffnung und dann der Frustration hatten. Bei uns war es eigentlich von Anfang an eine Phase der Frustration. Zuerst ging das los mit von Anfang bis Ende eigentlich zog sich die schlechte Kommunikation mit dem SMK dadurch, die keinerlei Reaktion auf die Bedenken und Einwände, die wir von Elternseite angebracht haben, gezeigt haben, die uns auch nicht eingebunden haben. Man kann also quasi sagen, wir wurden hier konsequent ignoriert. Bestenfalls gab es indirekte Reaktionen über entsprechende Berücksichtigung in den Verordnungen oder Interviews mit der Presse, wo dann der ein oder andere Gedanke, zumindest den Eindruck hatte, dass der aufgenommen wurde. Das betraf übrigens nicht nur uns Lehrer, wir haben ja leider hier keinen Vertreter der Lehrerschaft, das betraf nicht nur uns Eltern, sondern weil es hier jetzt keinen Vertreter der Lehrerschaft gibt, möchte ich auch mal hier anmerken, dass wir den Eindruck auch als Eltern hatten, dass die Kommunikation auch zwischen SMK und Lehrern alles andere als optimal war. Das zog sich dann weiter mit inkonsistenten Regelungen in den verschiedenen Verordnungen, die dann auch durch die Änderungen keinerlei Systematik erkennen lassen. Also wir hatten erst die Kleingruppen, dann die Klassenverbände. Das heißt, die vorher in unterschiedlichen Gruppen waren, gehen jetzt in
die in der gleichen Gruppe waren, gehen jetzt in unterschiedliche Klassenverbände vielleicht. Und dann, was das heißt, man hat da also eine Durchmischung, das ist mit den Geschwisterkindern, die in verschiedenen Klassen sind und so weiter. Also das sind alles, könnte ich noch viel mehr aufzählen, Inkonsistenzen, die uns als Eltern überhaupt nicht nachvollziehbar erschienen im Sinne des Infektionsschutzes, wenn man diesen denn schon konsequent durchziehen möchte. Hinzu kam, wie wir es auch hier schon gehört haben, es rächten sich Fehler der Vergangenheit, Personalmangel, natürlich auch bei den Lehrern. Wir hatten ja im Februar schon dazu gesprochen, der Lehrermangel hier ist natürlich auch den Schulen hier auf die Füße gefallen bei der Umsetzung der verschiedenen Konzepte. Vieles den Schulen dementsprechend auch nicht leicht, dass irgendwie umzusetzen. Das, von Schule zu Schule war das ja unterschiedlich, da gab es ja zum Glück Spielraum, aber das war also aufgrund des Lehrermangels auch alles andere als einfach. Und natürlich war ein anderer historischer Fehler oder Fehler aus der Vergangenheit, der hier schwer hineinschlug, war die fehlende Digitalisierung an den Schulen. Und zwar nicht nur der materiell, also mit entsprechenden Mitteln, sondern eben auch der Lehrer, der Ausbildung der Lehrer, sodass diese in dieser Corona-Phase dann entsprechend über digitale Medien ihre Schüler hätten unterrichten können. Das fiel den Jüngeren etwas leichter, tendenziell leichter als den Älteren, aber viele wurden hier ins kalte Wasser geschmissen, da mache ich den Lehrern auch keinen Vorwurf, um Gottes Willen, sondern sie wurden entsprechend ja vorher darin nicht ausgebildet. Und das hat aber zur Folge natürlich wiederum, dass gerade in solchen Kindern der Lehrer als Pädagoge nicht voll wirken konnte. Ja? Und damit den Kindern hier massiv entsprechend nicht nur Stoff, sondern eben auch dieser Lehrer als Pädagoge gefehlt hat, ja, ausgefallen ist. Abgesehen davon, dass es natürlich auch ganz unterschiedliche Herr Fuchs, darf ich Sie langsam bitten? Ja. Sie haben dann noch eine Gelegenheit, Vorschläge zu machen. Ja. Frau Kessika wird das jetzt aus der Sicht der Schüler vielleicht noch sehr gerne machen. Also ich fand es sehr schön, wie das vorhin gesagt wurde, es ging von 110 auf 0 und ich glaube, da kann man die schulische Situation auch richtig gut damit beschreiben. Es war wirklich, die einen bereiteten sich noch im Februar auf Referate, Klausuren, Klassenarbeiten vor und dann war zack die Schulschließung da und wir saßen alle zu Hause. Und ich kann absolut verstehen, dass es viele Schülerinnen und Schüler gab, die gesagt haben, juhu, ich habe jetzt Corona-Ferien, Anführungsstriche natürlich, aber ich glaube, bei den meisten war dann nach wenigen Tagen sehr schnell das wieder verflogen, weil man gemerkt hat, verdammt, kriege ich eigentlich einen Abschluss für meine 12 Jahre, für meine 10 Jahre Schulzeit? Kriege ich überhaupt ein Zeugnis? Wie geht das überhaupt mit Noten weiter? Und ab dem Moment hat man sehr schnell gemerkt, dass das ein sehr ernsthaftes Problem ist und auch für Schülerinnen und Schüler. Und ich will mir hier gar nicht anmaßen, mit anderen Lebensbereichen das zu vergleichen, denn jeder hat seine eigenen Erfahrungen und Probleme. Aber für einen Schüler kommt es sehr schnell in Sicht, dass es ein Riesenproblem ist, wenn ich nicht darauf blicken kann, ob ich einen Ausbildungsplatz mich bewerben kann oder einen Studiumsplatz nächstes Jahr bekomme oder ob überhaupt bundesweit die gleichen Abiturvoraussetzungen sein werden. Weswegen wir natürlich als Landesschülerrat, als die Vertretung der Schülerinnen und Schüler, nicht alle Erfahrungen von den über 300.000 Schülerinnen und Schülern aufnehmen konnten. Das ist nicht möglich, aber wir sind gewählte Vertreter, also haben wir alle Seiten geguckt. Wir haben geschaut, okay, das Abitur muss stattfinden, damit Zukunftsgleichheit irgendwo herrscht, damit später keine Nachteile auferstehen, aber dann unter Nachteilsausgleichen. Und wir hatten stark mit der Regierung zusammengearbeitet, dass Nachteilsausgleiche erarbeitet werden, was auch sehr gut geklappt hat. Andererseits, das Abitur ausfallen zu lassen, wie andere Bundesländer das zumindest in Erwägung gezogen hatten, ginge nicht, weil was ist dann mit dem Jahrgang, der nächstes Jahr Abitur macht? Was ist mit dem Jahrgang, der letztes Jahr Abitur gemacht hat? Man muss also sehr, sehr viele Faktoren hier einbeziehen. Weswegen wir zumindest irgendwann gesagt haben, ja, Abschlussprüfungen, wir brauchen hier mehr Klarheit. Die Klarheit kam ein wenig spät. Viele Schüler waren beängstigt, das muss man ihnen auch sagen. Vor allem für die Oberschulprüfungen und auch Gymnasien und natürlich auch in allen anderen weiterführenden Schulen. Aber eine andere Sache ist, die müssen das im Homeoffice erledigen. Eine absolut neue Sache, mit der hatte ich nie zu tun, mit der hatte kein Schüler in Sachsen zu tun. Und dieses Homeoffice war im Endeffekt eine Riesenherausforderung für uns alle. Und ich glaube, es wurde schon ein paar Mal angesprochen, es ist ein absolutes
altersübergreifendes Problem. Und es betrifft pädagogischer Sichtweise die jüngeren Schüler, weil da kommen die Eltern als sozusagen die Helden, die Lehrer in Frage, die jetzt pädagogisch unterrichten müssen, aber auch für die älteren Schüler, weil die im Endeffekt sehr komplexe Unterrichtsinhalte haben oder Prüfungsvorbereitung sogar. Und ich glaube, im Endeffekt hat sich das wie ein Lernprozess des Homeoffice gestaltet. Hier muss ich auch ehrlich gesagt einfach einen Dank an Lehrerinnen und Schulleitungen abgeben, weil sie haben enorme Leistung erbracht, in sehr kurzer Zeit jedem irgendwie zu versuchen, Kommunikation zu ermöglichen, vielleicht auch Hausaufgaben zuzuschicken. Und es hat nicht immer geklappt. Lernsachs hat absolut versagt, aber es wurde nachgerüstet. Nicht jeder hatte technische Ausstattung. Diese Woche wurde jetzt technische Ausstattung für Schülerinnen und Schüler bestellt. Es wird also nachgearbeitet. Dass von unserer Seite natürlich immer Kritik kam, ist klar, weil wir als Schülerinnen und Schüler irgendwo unsere Stimme heben müssen. Aber es kommt immer eine positive Antwort, beziehungsweise eine halbwegs positive. Und wenn ich das mal so sagen darf, es ist auch unfassbar komisch, in der Schule mit Hygienemaßnahmen wie Schutzmasken zu sitzen. Aber es ist notwendig, denn die schrittweise Schulöffnung ist auch nicht nur für Abiturienten wichtig, sondern auch für die Schülerinnen und Schüler, die nächstes Jahr Abschlussprüfungen haben. Ich bin 11. Klasse, ich schreibe nächstes Jahr Abitur. Und da wird keine Ausnahmeregelung sein, dass meine Goethe-Lektüre nicht behandelt wurde. Nein, ich muss es dann auch können. Und es gibt in Naturwissenschaften viel komplexere Problematiken. Und auch an Oberschulen, die sehr, sehr klare Stoffeinheiten haben, die abzuerledigen sind. Und ja, wir haben auch viele weitere Fragen, weshalb Fitnessstudios zum Beispiel sehr große Debatten hatten, aber der Sportunterricht innerhalb einer Woche gewilligt wurde. Das ist für uns eine Kompetenzfrage, die man vielleicht nochmal überdenken sollte, wäre eine Maßnahme. Oder zum Beispiel, wo können Schülerinnen und Schüler wiederholen? Das heißt, nochmal eine Art Evaluation vorbringen, den Stoff, den sie in der Corona-Zeit erarbeitet haben. Da wäre unser erster Stichpunkt freiwilliger Sommerunterricht, würde ich jetzt mal sagen, oder Unterrichtsinhalte. Und in dem Moment gibt es noch viele weitere Fragen, aber ich will es hier beenden lassen. Aber das schulische Thema ist natürlich ein Riesenkomplex. Also wenn ich Sie jetzt aussprechen lasse, was ich unbedingt gerne tue, dann verbinde ich es noch einmal mit der Bitte, sich dann jetzt schon zu überlegen, wo dann Ihre präzisen Vorschläge dann sind. Die müssen dann sozusagen wie aus der Pistole geschossen kommen, damit wir halbwegs auch ungefähr jedenfalls unser Zeitbudget halten können. Ich habe eine Erfahrung gemacht, alles, was viel länger als 2 Stunden geht, meine Damen und Herren, wird dann irgendwann auch nicht mehr wirklich besser. Deswegen nochmal meine Bitte, so schwer wie es fällt, die letzten, die jetzt, haben es jetzt nicht so ganz so leicht, sich kurz zu fassen. Herr Professor Liebert, Sie sind der Einzige, nein, Sie sind einer der wenigen, der das Virus schon gesehen hat. Ja. Na, ich habe heute gelernt, dass ich eben doch nicht einer der ganz wenigen bin. Mir ist in der bisherigen Diskussion, in den Statements aufgefallen, dass wir offensichtlich mit unserer Sprache einige ja, relativ nachlässig umgegangen sind. Wenn ich also höre und mit sehr viel Sympathie höre, dass sich Menschen beklagen darüber, dass sie eben keinen systemrelevanten Beruf oder keinen systemrelevanten Bereich vertreten, dann macht das etwas mit mir. Das zeigt mir nämlich, dass diejenigen, die angeblich nicht systemrelevant sind, auch Kunst, Kultur, was auch immer, dass die im Grunde genommen sich diskriminiert fühlen. Und ich glaube, nicht ganz zu Unrecht. Dass ich das als erstes gesagt habe, zeigt eigentlich, wie betroffen ich bin. Das Zweite, was ich gehört habe und was auch schon aufgenommen worden ist, dieses von 110 auf 0. Ja, aber es gibt auch Bereiche, die zwar nicht von null kamen, sondern irgendwo dazwischen und dann bei 250 gelandet sind. Und ich will Ihnen ein paar wenige Sätze aus unserem Institut sagen und auch gleich daraus eine Konsequenz ziehen. Wir haben in der Virologie ein unglaubliches Pensum gehabt. Wir mussten innerhalb wirklich kürzester Zeit umstellen vom Regelbetrieb auf einen Krisenbetrieb. Und wir hätten das mit Sicherheit alleine nicht geschafft. Uns haben geholfen die Studierenden, die Medizinstudenten, uns haben geholfen die Kollegen aus den Nachbarinstituten, Biochemie, Mikrobiologie, Transfusionsmedizin, die wirklich als theoretisch als Laien
zu uns gekommen sind und sich massiv eingesetzt haben, damit wir unsere Arbeit haben leisten können. Wir haben aber auch die Unterstützung gekriegt und es tut mir leid, dass ich Ihnen jetzt sozusagen Honig um Mund schmieren muss. Wir haben auch viel Unterstützung durch die Politik erfahren. Die Politik hat diese Krise zumindest in den ersten Wochen und Monaten hervorragend gemanagt. Sicherlich sind dabei auch Fehler passiert. Über diese Fehler wird man auch noch mal reden müssen. Aber ohne die Hilfe der Politik hätten wir dieses nicht erreicht. Und das ist ja nicht nur das Institut, was Diagnostik betreibt, sondern es sind die Krankenhäuser, darauf wird Herr Grünewald nachher eingehen. Was da geleistet worden ist und geschafft werden konnte, eben nicht nur jeder Einzelne für sich, sondern wir haben uns zusammengetan und dieses Zusammenspiel hat funktioniert. Und nun noch ein Satz, ich will gar nicht so furchtbar viel sagen. Die Belastung, die zu Hause mit den Kindern oder auch mit den alten Leuten stattfindet. Wir haben, meine Frau und ich, beide in der Virologie tätig, wir haben unglaubliches Glück gehabt, dass die Familie das mitgetragen hat, dass die Kinder mit 12, 13, 15 Jahren tatsächlich für uns gesorgt haben. Wir konnten morgens früh um 6 Uhr aus dem Haus gehen und kamen abends zu unklarer Zeit zurück, also häufig erst um Mitternacht oder um 2 Uhr morgens und haben ein warmes Essen vorgefunden. Das finde ich hervorragend und das zeigt letztlich, zumindest in unserem privilegierten Bereich, dass das Zusammenleben in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft von großer und extremer Wichtigkeit ist. Und das wäre natürlich etwas, was auch für die Exit-Strategie jetzt eine Rolle spielen würde. Also der Anfang, den Sie, liebe Regierung, und den wir gemacht haben, der ist hervorragend gelaufen. Natürlich habe ich auch gesehen, als Leiter des Instituts musste ich also auch ziemlich dramatische und unangenehme Entscheidungen treffen. Und diese unangenehme Entscheidung war vor allen Dingen, dass wir Teams gebildet haben. Wir haben also sind uns selbst aus dem Weg gegangen, dass wenn einer infiziert worden wäre, vielleicht nur ein Drittel oder ein Viertel der Gesamtbelegschaft betroffen war. Die Konsequenz war aber, dass das für die Mitarbeiter, und das habe ich viel zu spät gemerkt, für die Mitarbeiter ein extremer Stress war. Ein extremer Stress, weil die nämlich dann ihre ganze häuslichen, familiären Beziehungen damit auf die Probe gestellt sahen. Und es ist mir leider zu spät gelungen, da wieder einen Ausweg zu finden. Also Ausweg ist wichtig. Vielen Dank, Herr Grasemann, bitte. Wie es mir mit der Verordnung geht, das können Sie gern auf unserer Website Rundertisch 2020 sehen. Ich möchte jetzt gleich zur Sache kommen. Ich danke dem Herrn Ministerpräsidenten Kretschmer, dass er als einziger Ministerpräsident unseres Landes den Mut gefunden hat, sich direkt anzuhören, was es mit den Protesten auf sich hat. Meine Hochachtung. Ich bin Vertreter der Initiative Runder Tisch und 2020 und deren Initiator. Die Mehrheit der Menschen, die in diesen Tagen protestieren, machen sich ernsthafte Sorgen um unsere Demokratie, die im Zuge der getroffenen Maßnahmen auf der Grundlage aus meiner Sicht einseitiger wissenschaftlicher Erkenntnisse getroffen wurden. Natürlich verfolgen diese Menschen auch die Aussagen von hochrangigen Wissenschaftlern, wie zum Beispiel Dr. Wodrak oder Professor Bakhti über die sozialen Medien. Sie stellen sich berechtigterweise die Frage, warum diese nicht gehört werden, warum es keinen wissenschaftlichen Diskurs mit ihnen gibt und sie von den Leitmedien beschädigt und diffamiert werden. Professor Bakhti ist ein hochrangiger Virologe und Epidemiologe. Er hat einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin geschickt, darüber gibt es weder Informationen noch eine Antwort.
Der heutige runde Tisch wird diese erforderliche Aufarbeitung, die nur in einem wissenschaftlichen Diskurs möglich sein wird, thematisch nicht leisten können. Der von uns als Bürgern angestrebte Runde Tisch 2020 wird eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit vielen Spezialisten für uns alle ermöglichen. Um das Geschehen und die Thematik verstehen zu können, braucht es Virologen, Epidemiologen, Immunologen, Intensivmediziner, Geriater, Kinderärzte, Allgemeinmediziner, Palliativmediziner, Pathologen, Psychiater, Psychologen, Naturheilärzte, Soziologen, Pädagogen, Ökonomen und Vertreter der Geisteswissenschaften. Unserer Einladung haben bereits neben sächsischen Ärzten und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen auch international anerkannte Fachleute zugesagt. Viele Menschen, die protestieren, machen sich auch Gedanken um ihre körperliche Unversehrtheit durch eine mRNA-Impfung. Wir sind Ihnen sehr dankbar, Herr Ministerpräsident, für Ihre klare Aussage, dass es keine Impfpflicht geben wird. Was aber passiert, wenn eine solche Pflicht auf Bundesebene eingeführt und über einen europäischen Immunitätspass, an dessen Einführung man schon seit 2018 arbeitet, erforderlich wird? Wie können Sie dann Ihr Versprechen halten? Gegen eine Unbedenklichkeit der mRNA-Impfung spricht, dass ein Eingriff in das menschliche Erbgut vorgenommen wird und mögliche Nebenwirkungen nicht in wenigen Monaten Entwicklungszeit auszuschließen sind. Das macht vielen Menschen größere Angst als das Virus selbst. Ich möchte hier ausdrücklich betonen, dass ich kein genereller Impfgegner bin und auch kein Verschwörungstheoretiker. Eine immer wiederkehrende größere Gruppe benutzt diesen Begriff Verschwörungstheoretiker. Wer andere Menschen so bezeichnet, der nimmt für sich die Wahrheit in Anspruch, der outet sich als Besserwisser, weil er nicht mehr in der Lage ist, mit anderen Menschen einen Diskurs zu führen, einen Kompromiss einzugehen, sich mit Fakten und Erkenntnissen auseinanderzusetzen, sondern er wertet andere ab und führt keine Kommunikation mehr. Als Initiator des Runden Tisches 2020 habe ich Sie, Herr Ministerpräsident, persönlich am 16. Mai an unserem Runden Tisch eingeladen. Ihre Zusage, zu kommen, ist ein Zeichen der Zustimmung zu einem offenen Diskurs. Ein offener Diskurs mit Menschen unterschiedlicher Meinungen an einem öffentlichen runden Tisch ist ein anderes Format als der Kreis, der hier heute von Ihnen zusammengerufen wurde. In aller Deutlichkeit, das hier ist nicht der runde Tisch, den wir meinen. Ich bin hier, um Sie nochmals, wie ich das auch schon mehrfach schriftlich getan habe, an unseren Tisch zu bitten und einen Termin zu bekommen. Es liegt jetzt in Ihrer Hand, einen geeigneten Termin zu finden. Die Zeit drängt und Sie könnten und Sie sollten als das erste Oberhaupt eines Bundeslandes in Deutschland dies als eine riesige Chance erkennen. Es gibt sehr unterschiedliche Sichten auf die Auswirkungen des Covid-19 und der Pandemie, die damit verbunden ist. Und es gibt sehr unterschiedliche Sichtweisen auf den Umgang damit. Das ist verständlich, weil das für alle Regierenden und für alle Bürgerinnen und Bürger eine völlig neue Situation ist. Umso mehr ist hier jeder gefragt. Aus diesem Grund wollen wir diesen Fachleuten eine Möglichkeit geben, mit den wenigen Experten, die als ausschließliche und exklusive Berater der Regierung fungieren, in einen für alle transparenten und konstruktiven Dialog zu treten, um die bestmöglichen Lösungen für alle politischen Entscheidungen zu finden. Ich übergebe Ihnen hier ein Positionspapier als Grundlage für unseren runden Tisch, der inzwischen von vielen engagierten Menschen unterzeichnet wurde und auf unserer Website wird die Möglichkeit sein, dass Sie dieses Papier auch lesen können, dass jeder das unterzeichnen kann, wenn er sich darin wiederfindet. Vielen Dank, Herr Grasemann. Waren jetzt auch sehr konkrete Fragen an den MP. Er wird sie dann beantworten, wenn die Runde rum ist, aber vorher würde ich gerne noch Frau Krause-Döring und den Herren das Wort erteilen. Ja,
Sie hatten nach Erfahrungen gefragt. Ich habe mehrere Erfahrungen gemacht. Als erstes, wir haben ein gut funktionierendes Gesundheitssystem. Das hat die Zusammenarbeit gezeigt, wie mein Vorredner schon gesagt hat. Es gab eine tolle Zusammenarbeit zwischen Rettungsdiensten, Kliniken, Ministerien, Ordnungsämtern, Polizei, weil alleine kann ein Gesundheitsamt sowas natürlich nicht bewältigen. Die nächste Erfahrung, die ich gemacht habe, Pandemiepläne sind toll, aber jede Krise ist anders und in dieser haben die uns nicht allzu viel genutzt, weil es ist ja ein Problem gewesen, was die ganze Republik betroffen hat, das ganze Land und darüber hinaus. Und natürlich lokal eine Hochwasserkrise zu managen oder ein Ebola-Fall ist was ganz anderes, als wenn hier die gesamte Bevölkerung involviert ist. Und natürlich war es stressig für meine Mitarbeiter. Wir haben 7 Tage die Woche in Schichten gearbeitet. Wir haben nicht mehr nach Strukturen des Gesundheitsamtes gearbeitet, sondern in Corona-Teams. Von der Hotline angefangen bis zur Quarantänekontrolle. Und wir mussten auch uns immer wieder anpassen. Am Anfang war die Verängstigung der Bevölkerung da, also haben wir 2 Hotlines geschalten. Eine allgemeine Hotline, um auch die Menschen beruhigen zu können, um ihnen zu erläutern, worum es geht. Und die spezielle Hotline, wo wir uns die rausfischen konnten, die Symptome haben und wo wir natürlich dann agieren müssen. Und unser oberstes Ziel war ja die Unterbrechung der Infektionsketten, heißt die Nachverfolgung. Und das ist uns nur gelungen durch die Beschränkungsmaßnahmen, die verhangen wurden. Denn wir haben ja gesehen, am Anfang gingen die Zahlen ja täglich in erschreckender Höhe nach oben. Und wir hatten einzelne Ausbrüche in Altenheimen etc. Wir haben Rückreisende aus Skiurlauben gehabt. Die ersten 100 Fälle aus Leipzig waren ausnahmslos im Skiurlaub in Tirol und in Südtirol. Und wir hätten das mit den Beschränkungen nicht geschafft. Aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz klar sagen, ohne der Mitarbeiterbevölkerung, die das nämlich wirklich akzeptiert haben, wäre uns das auch nicht geglückt. Und insofern, denke ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Wir waren streng, das ist richtig. Man kann jetzt im Nachgang hinterfragen, waren die Maßnahmen immer alle so notwendig. Aber wenn wir sie nicht getan hätten, dann hätten wir vielleicht Situationen wie in Italien oder jetzt in Amerika. Und das wünsche ich niemandem, wer sich das mal ansieht, was dort für Situationen entstanden sind. Wir hatten genug ITS-Betten. Uns wäre das nicht passiert, dass mit einem Beatmungsgerät 2 Patienten beatmet werden müssen und die im Endeffekt beide sterben. Und insofern ist es ja schön, Leipzig hat jetzt seit 11 Tagen keine neuen Fälle mehr, dass wir jetzt stufenweise lockern und auch dort ist es wichtig, dass wir das eben stückchenweise machen und jeder kann sein Hygienekonzept einreichen. Wir Gesundheitsämter sehen die uns alle an, auch wenn sie keine Genehmigung brauchen, um dort wieder begleitend tätig zu sein und dann denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Aber insgesamt haben wir positive Erfahrungen gemacht, auch durch die Hilfe vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen, von Medizinstudenten, von Mitarbeitern aus der eigenen Verwaltung und wir haben 95% unserer eigenen Mitarbeiter so umgeschult, dass sie nur noch für Corona gearbeitet haben. Und jetzt möchten wir auch gern wieder zurück in unsere normalen Arbeitswelt. Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Dierich aus Zittau. Zunächst mal die Erfahrung, ein verwirrender Widerspruch zwischen der eigenen Wahrnehmung und der offiziellen Berichterstattung. Kann ich bis heute noch nicht ganz für mich erklären. Das Zweite, wie schnell Angst und Hysterie eine Gesellschaft verändern kann, und zwar zum Schlechten. Ich habe heute auf der Herfahrt im Nachrichten gehört, schön für die Stadt Leipzig 100.000 Bußgelder eingenommen zu haben, wenn aber im Hintergrund stehen 1.600 Anzeigen, vor allem wegen Nichteinhaltung der Abstandsregeln, halte ich das für äußerst bedenklich. Man hat also ein bisschen den Eindruck bekommen, es gibt Zeichen, dass Denunziation oder Lust am Überregulieren eher als Tugend als denn als Makel empfunden wird von einigen. Des Weiteren, das Virus SARS-CoV-2 ist zwar ein neuartiger Virus, aber ich denke, dessen Gefährlichkeit von der Politik überschätzt wurde, vor allem mit Sicht auf die verhängten Gegenmaßnahmen. Ich will das mit den Fakten beleuchten, die bis jetzt eindeutig statistisch erkennbar sind. Die Grippeepidemie 2018 brachte 3-mal so viel Tote für Deutschland ohne die politischen Gegenmaßnahmen. Und wir haben noch bis heute
die niedrigsten Zahl der Sterbefälle der letzten 4 Jahre. Das spricht nicht für eine besondere Pandemie. Des Weiteren, die Regierung war denkbar schlecht auf eine mögliche Pandemie vorbereitet. Das sage nicht ich, sondern sagt der Global Health Security Index von 2019, der im Indikator 3.1 sagt, dass Deutschland bei Vorbereitung auf eine Pandemie auf Platz 67 liegt, mit einem Scorewert 12,5 von 100, was einer Schulnote 6- entsprechen würde. Ich kritisiere auch die völlig unverhältnismäßigen Gegenmaßnahmen bezogen auf die Wirtschaft und bezüglich der Einschränkung der freiheitlichen Rechte. Des Weiteren bin ich der Überzeugung, der Shutdown oder Lockdown, wie Sie wollen, war unnötig und zum Zeitpunkt 23. März sogar unverantwortlich. Er hat auch nachweislich, zumindest was den Verlauf der Infektionen betrifft, keinerlei Wirkung gezeigt. Wenn ein Shutdown überhaupt notwendig gewesen wäre, dann ist er zu spät eingeleitet worden. Man kann aus der Verlaufskurve genau erkennen, am 5. März endete bereits das progressive Wachsen der Infektionszahlen und erreicht am 13. März das Maximum. Am 23. März wurde der Shutdown eingeleitet. Und auch der weitere Verlauf der Infektionskurve zeigt, dass dadurch keine Veränderung erfolgte. Ich habe zu diesen quantitativen Angaben alles die entsprechenden Schaubilder mitgebracht. Wer es möchte, können es auch anschließend ins Protokoll mit aufgenommen werden. Ich stelle 3 Fragen. Warum dann die Vernichtung vieler wirtschaftlicher Existenzen? Warum die verantwortungslose Inkaufnahme von zusätzlichen Toten durch die Verschiebung notwendiger Operationen? Oder auch die völlig überzogenen Maßnahmen, beispielsweise gegenüber der Kirche, wie ich sie wohl nach dem Augsburger Frieden 1555 wohl nicht mehr wahrnehmen konnte, und gegen das Versammlungsrecht. Es ist ein erheblicher Vertrauensverlust gegenüber Politik und Medien entstanden, und zwar durch ständig korrigierte Wahl von Indikatoren. Verwirrender konnte es vom RKI kaum dargestellt werden. Durch versuchte Vertuschung von Mangelsituationen für Schutzausrüstung oder Schutzmasken und durch einseitige Beratung von sogenannten Experten. Und ich komme zum Schluss, für mich das Wichtigste, was ich am Anfang schon gesagt habe, durch die Politik der Bundesregierung und auch der Landesregierung und der ihr hörigen Medien wurde eine Atmosphäre der Angst und Hysterie in der Gesellschaft geschaffen, die die Gesellschaft spaltet und nachhaltige Folgen für das Zusammenleben haben wird. Diese Schuld hat die Politik auf sich geladen, nicht irgendwelche Podestler. Und durch jetzt verabreichte Gnadenhäppchen wird diese Schuld kaum gemildert. Ja, das ist harter Tobak jetzt gerade gewesen, aber es wird Gelegenheit sein, darauf zu antworten, Herr Dierich. Und jetzt Herr Dr. Grünewald und dann natürlich Frau Staatsministerin Mayer und der MP. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so fast am Ende ist und die Zeit drängt, aber das ist nicht so ein Problem. Ich denke, wir gucken alle auf unseren Mikrokosmos. Jeder hat so seinen eigenen Mikrokosmos, den betrachten wir zuallererst. Und über diesen Tellerrand oder aus diesem Mikrokosmos heraus zu gucken, das ist extrem schwierig. Ich erzähle es Ihnen mal so ein bisschen aus meiner Sicht und versuche mal aus meinem Mikrokosmos langsam in das Globale zu kommen. Und das gehört eben auch zur Systemrelevanz. Kurz, natürlich, selbstverständlich in der Zeit. Wir haben 3 Ebenen, das sind die Behandlungsebene, die klinische Ebene, und da hat Herr Weigel schon alles erzählt. Es ist das, was ich als Déjà-vu erkenne. Ich habe studiert 1982 die ersten HIV-Patienten in Deutschland gesehen und ich kann Ihnen sagen, genau das Gleiche, was Sie erlebt haben, habe ich damals auch erlebt. Die wurden nicht betreut, die wurden ausgegrenzt, die wurden stigmatisiert und eine vernünftige Behandlung war nicht gut und es sind alle gestorben. Das war die Quintessenz. Und ähnliches Problem sehen wir heute. Wir sagen, die Menschen, die schwer krank waren, die müssen weiter betreut werden. Und es ist nicht ganz einfach, eben diese Betreuungsplätze zu bekommen. Das ist die individuelle, tatsächlich klinische Note dieser Erkrankung. Auch wenn viele Menschen wenig Beschwerden haben, wenig Symptome haben. Wir haben Patienten, die leiden monatelang. Und ich kann Ihnen sagen, alle unsere fast 100 Patienten haben immer noch Probleme und Beschwerden, die werden auch die nächsten Monate anhalten. Das ist die eine Seite. Ich gehe mal auf die zweite Ebene, das ist die pandemische Ebene. Wir haben schon gehört, es gibt viel Kritik. Ich möchte jetzt nicht in so einen wissenschaftlichen Diskurs gehen, aber ich möchte einmal sagen,
Was ich ganz wichtig finde, und ich glaube, was auch Herr Liebert schon gesagt hat, in der Perzeption, wir sind, und ich sage, es ist wirklich so, endlich mal gehört worden. Wir haben uns immer beschwert, die Politik hört uns nicht. Wir wollen aber doch uns mitbeteiligen, wir wollen Hinweise geben. Wir haben gar nicht den allein selig machenden Anspruch, dass unsere Hinweise hundertprozentig richtig sind. Aber ich glaube schon, dass wir eine gewisse Erfahrung haben. Ich habe jetzt 3 Pandemien in meinem Leben erlebt. Ich mache das seit über 30 Jahren. Und sie sind sehr regelhaft. Und das Regelhafte, das wissen wir, das kennen wir. Ob die Gefährlichkeit einer Pandemie tatsächlich sich im Nachgang so darstellt, wie sie ist, das wissen wir nicht. Das haben wir 2009, 2010 bei der Schweinegrippe auch gesehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir tatsächlich einen Zugang zur Politik haben. Und da bin ich auch dankbar. Und das gilt auch tatsächlich für die Koordinierung der Frage, wo kann ich Patienten optimal behandeln? Sie haben gesagt, ich bin verlegt worden, obwohl Sie Vertrauen haben in Ihr kleines Haus. Vollkommen richtig, weil die Expertise ungleich verteilt ist. Aber das muss man steuern. Und ich glaube, diese Dinge, die sind hier in Sachsen extrem gut gelungen. Und ich kenne nun doch eine dreistellige Zahl an weltweiten Gesundheitssystemen. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin froh, dass wir in Deutschland dieses Gesundheitssystem haben, bei aller berechtigten Kritik. Und ich komme zur letzten Ebene, und das ist die schwierigste Ebene, nämlich das ist die Ebene, wo wir hier sitzen, die gesamtgesellschaftliche Ebene. Systemrelevanz zeigt sich darin, dass wir untereinander reden, dass wir uns nicht gegenseitig beschimpfen, aber dass wir eine gewisse Pluralität pflegen. Und diese Pluralität heißt nicht, dass wir immer einen Konsens haben müssen. Den werden wir nie ganz haben, weil ich eine ganz andere Sicht der Dinge habe als Sie zum Beispiel, Frau Pallas. Und das ist auch völlig normal. Aber ich glaube, dass wir an einem Tisch sitzen und versuchen, einen Kompromiss zu finden. Das ist das Entscheidende. Und das ist für mich Systemrelevanz. Und da nehme ich überhaupt keinen aus. Und das ist nicht nur die Medizin, das sind nicht die Schwestern, die Pfleger, die Ärzte, sondern alle Beteiligten in der Gesellschaft, die bereit und in der Lage sind, sich hier an den Tisch zu setzen. Und ich glaube, das ist für mich das Wichtigste und die entscheidende Quintessenz aus dieser Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Grünewald. Wir waren ja gestartet in diese Runde mit dem Vorsatz, uns mal Erfahrungen mitzuteilen. In der Zwischenzeit sind wir schon in eine heftige Diskussion geraten und klare Positionen, auch sehr kritische Positionen sind geäußert worden, Gegenpositionen. Das ist, glaube ich, der Natur einer solchen großen Runde dann auch geschuldet. Aber gleichwohl, so war es ausgemacht, darf ich jetzt auch gleich noch Frau Staatsministerin Mayer und dann den Herrn Ministerpräsidenten auch bitten, vielleicht durchaus auch von der eigenen Erfahrung etwas zu sagen, denn in diesen schwierigen Zeiten jetzt in so einer prominenten Entscheidungssituation zu stehen, ist ja auch eine menschliche Angelegenheit. Und dann gehen wir in die zweite Runde. Welche Konsequenzen wollen wir jetzt ziehen? Bitte, Frau Staatsministerin Mayer. Danke. Ja, mir ging es so ein bisschen ähnlich wie meiner Kollegin Petra Köpping. Wir haben am 20. Dezember hier in diesem Raum unsere Urkunde vom Ministerpräsidenten überreicht bekommen und dann knapp 2 Monate später standen wir hier vor der Situation, vor der noch niemand, weder wir im Kabinett noch Sie noch Deutschland, Europa oder weltweit Regierungen oder Bürgerinnen und Bürger gestanden haben. Und gerade die Einschränkungen der letzten Wochen, die wir hier alle miteinander hinnehmen mussten, ich glaube, die sind einmalig in der Bundesrepublik Deutschland gewesen. Und gerade die Diskussion über die Rechtsverordnung, die wir hier auch immer in diesem Raum geführt haben, die standen und stehen für mich natürlich gerade als Justizministerin immer vor der Frage der Verhältnismäßigkeit. Also ist das, was wir hier an Regelungen treffen, ist das verhältnismäßig? Ja, es muss verhältnismäßig sein. Und gerade die Einschränkung der Grundrechte, allen voran die Versammlungsfreiheit, aber eben auch die Religionsfreiheit, das war natürlich eine sehr schmerzliche Entscheidung, die wir hier getroffen haben. Aber ich glaube, gerade am Anfang war es schlicht notwendig gewesen, um hier die Bevölkerung zu schützen, weil wir ja auch alle nicht wussten, was kommt hier eigentlich auf uns zu. Wir hatten alle diese Erfahrungen miteinander nicht. Und deswegen war es auch wichtig, die Entscheidungen, die wir bezüglich der Rechtsverordnung getroffen haben, dass wir immer sehr kurze Abstände, auch wenn das natürlich mit hohen Belastungen auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Rechtsverordnung ja dann mit uns gemeinsam dann auch erarbeitet haben, gewesen ist. Weil wir gesagt haben, wir können die Entscheidungen, die wir treffen, müssen wir sozusagen auch an den Zahlen, an den Infektionszahlen sozusagen treffen. Und für uns war aber immer wichtig, dass die Entscheidungen, die wir treffen, einerseits wirksam sind, dass sie verhältnismäßig sind und dass sie auch vernünftig sind. Und dann komme ich zu einem Punkt, der von einigen auch schon angesprochen wurde. Ich hatte es gerade vor 2 Wochen hier im Kabinett auch gesagt, da kommt dann natürlich auch so ein Präventionsparadox. Wir haben diese Entscheidungen hier getroffen
Und sie haben eine Wirkung gezeigt, weil wir eben, weil die Infektionszahlen, und Frau Köpping berichtet uns jede Woche über die Infektionszahlen, wirklich Wirkung gezeigt hat, dass wir offensichtlich die richtigen Entscheidungen getroffen haben, weil die Infektionszahlen von Woche zu Woche, von Tag zu Tag tatsächlich auch runtergehen. Und damit wird das natürlich für die Bürgerinnen und Bürger, und das kann ich auch sozusagen auch aus eigener Erfahrung natürlich nachvollziehen, schwer nachvollziehbar zu sagen, auf der einen Seite, wir haben immer noch diese Einschränkungen, aber die Zahlen gehen doch nach unten. Und das, und da ist es dann aber eben auch Aufgabe von uns als Politik, hier auch eine Transparenz herzustellen, wie wir zu unseren Entscheidungen kommen. Und das versuchen wir ja auch immer mit unseren Pressekonferenzen. Und vielleicht noch ein Lichtblick, vielleicht auch so was Persönliches, was ich sozusagen auch in dieser Krise erlebt habe, auch sozusagen in dem Haus, in dem ich wohne, dass es auch eine große Dankbarkeit dort gegeben hat. Ich habe dort für ein älteres Ehepaar eingekauft, da war eine sehr, sehr große Dankbarkeit, die ich da erlebt habe, eine sehr, sehr große Solidarität, aber eben auch eine sehr, sehr kreativer Umgang damit. Also ne, ich bin Mitglied der Grünen Partei, wir haben den ersten digitalen Grünen Parteitag gemacht, ganz viele Bürgerinnen und Bürger, die in zivilgesellschaftlichen Organisationen unterwegs sind, schalten um auf Videokonferenzen. Also da ist ganz viel Potenzial da. Die Kultur, die jetzt überlegt, wie kann sie jetzt trotzdem noch sozusagen wirksam sein. Und ich hoffe mir eben auch, und das ist vielleicht dann sozusagen der Ausblick, dass wir hier aus der Krise auch was lernen und auch was mitnehmen können und dass die Gesellschaft vielleicht nach der Krise auch eine andere ist und vielleicht ein Stück weit auch eine bessere. Ja, weil für mich ist das ein Erlebnis, ein beeindruckendes Erlebnis von ganz viel Gemeinsinn, ganz viel Verantwortungsbewusstsein und auch Professionalität. Also diese Regierung, die gerade neu angefangen hat, aus ganz verschiedenen Partnern und auf einmal in diese Bewährungsprobe gestellt worden ist, die zu jedem Zeitpunkt zusammengehalten hat, die Entscheidung gemeinsam getroffen hat, manchmal eine Nacht lang diskutiert hat, aber immer sich gegenseitig sehr, sehr ernst genommen hat. Das Verhältnis zu den Bürgermeistern und Landräten, diese beeindruckenden Erfahrungen mit der Medizin, die auch nicht jetzt nur das eigene Krankenhaus gesehen hat oder den eigenen Sprengel, sondern gemeinsam das organisiert hat, das ist das, was bei mir sehr stark immer noch wirkt. Dann sind es drei Anrufe des italienischen Botschafters, des Landeshauptmanns von Südtirol und der französischen Botschafterin, die gefragt hat, können wir Patienten nach Sachsen bringen? Wir wissen, in Bergamo, das war das erste Mal, die Leute sterben auf den Gängen der Krankenhäuser. Können wir zu ihnen Patienten bringen? Und es waren viele Leute, die gesagt haben, um Gottes Willen, es gibt einen Volksaufstand, jetzt bringen sie hier die Coronavirus hierher. Und wir haben gesagt, wir machen das. Und sie haben als Mediziner gesagt, selbstverständlich machen wir das. Diese Entscheidung am Ende über Leben und Tod und dann das Bild dieses Flugzeugs, was gelandet ist, unser Junge, der das gesehen hat, diese Maske da, über dieser Transportwagen da, wer, was ist das, was passiert hier, warum sehen die da aus wie die Menschen, die vom Mond kommen? Und es ist klar, dieser Mensch hat nur deswegen eine Chance, weil er jetzt in Dresden, Leipzig, Chemnitz oder in Coswig behandelt worden ist. Und wir haben es gemacht. Das ist etwas, was mich auch stolz und dankbar sein lässt. Es ist eine Erfahrung, dass am Anfang allen klar war, hier ist eine unglaubliche Bedrohung. Dieses Unwort systemrelevant, da haben Sie alle komplett recht, das war übrigens auch für uns der Moment, es muss sich etwas ändern. Absurd, wer systemrelevant ist und wer nicht. Wir müssen raus aus dieser Notbetreuung, wer ist hier systemrelevant, hin zu einem irgendwie gearteten Regelsystem. Übrigens mit der Frage wissenschaftliche Meinung, Diskurs. Ich habe 15 Jahre lang im Bundestag Wissenschaftspolitik gemacht. Ich sage immer, es gibt für jede Position eine Studie, garantiert. Und wenn nicht, wird sie gleich geschrieben. Sie müssen sich auf eine gewisse wissenschaftliche Mehrheitsmeinung konzentrieren. Und jetzt bin ich Wirtschaftsingenieur und nicht Virologe. Ich kann das nicht alleine machen. Ich muss an eine Akademie mich wenden. Ich muss schauen, was alle große Universitäten in verschiedenen Ländern der Welt sehen und daraus mein Meinungsspektrum bringen.
Deswegen haben wir dann auch ein Stück weit im Alleingang entschieden, im Bereich der Kinder sehen wir das so, wir können das so machen, wir verantworten das. Wir werden jetzt gerade darin bestätigt, aber es ist eine Riesenverantwortung. Macht man das, macht man es nicht? Was sind die Dinge, die dahinter stecken? Und ich will zum Schluss sagen, es hat uns allen das Herz geblutet oder wir hatten schlaflose Nächte an dem Tag, wo wir die Dinge angehalten haben. Durch diese menschenleere Stadt gelaufen sind, die Geschäfte gesehen haben und an die Leute gedacht haben, die alle jetzt zu Hause sitzen mit ihren Problemen, mit ihren Sorgen. Wir haben viele Dinge versucht auf den Weg zu bringen. 6 Milliarden Euro. Wahnsinn. 6 Milliarden Euro und der Landtag hat es beschlossen, die wir jetzt versuchen zur Krisenbewältigung einzusetzen und versuchen die richtigen Dinge zu adressieren. Es ist absolut notwendig, dass man in so einer Demokratie und in so einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung für sein eigenes Interesse wirkt. Und es ist unsere Aufgabe, ein politisches Klima zu organisieren, in dem diese Meldungen der Künstler, der Busfahrer, der Gastronomen gehört werden und dann nicht eins zu eins gemacht wird, was da gesagt wurde, aber dass man dann miteinander spricht und versucht, die Dinge zu klären, sich aufeinander zubewegt. Und das ist eben das, was ich mir so wünsche, dass wir uns zuhören, gegenseitig versuchen zu respektieren und zu verstehen und uns dann gemeinsam auf dem Weg machen. Dieses Land hat mehr Möglichkeiten als jedes andere europäische Land. Wir können es nicht übertreiben, aber wir können viele Dinge klären. Und wenn wir vernünftig sind, werden wir diese schwierigen 10 Monate, die vor uns sind, jetzt denke ich auch noch bestehen, und das wollen wir auch. Und deswegen haben wir auch bewusst jetzt hier uns auf den Weg gemacht, mit diesem Corona-Hilfsfonds da zu helfen. Punkt. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht geht es Ihnen jetzt so wie mir, dass ich eigentlich jetzt eine Pause machen möchte, mal durchatmen möchte, es sacken lassen möchte. Was waren jetzt fast 2 Stunden intensivsten Austauschs, und die Aufmerksamkeit im Raum haben wir alle gespürt. Das kommt nicht so häufig vor, dass man sich so lange so intensiv austauscht, auch von persönlichsten Existenznoterfahrungen des einen, der erkrankt war, bis hin zu härtesten Protesten und Infragestellungen. Also hier war, glaube ich, fast alles dabei. Ich habe das als eine schwere, aber eine Sternstunde so meiner politischen Tätigkeit jetzt gerade so empfunden, dass wir das jetzt so miteinander getan haben. Wir wollen jetzt aber trotzdem vielleicht auf die Pause verzichten. Naja, veranstaltungspsychologisch würde man jetzt eine sogenannte Murmelpause einlegen und sagen, jetzt tauschen wir uns mal bilateral aus, aber das war jetzt nicht vorgesehen. Vielleicht trinken Sie mal einen Schluck, wenn Sie es noch nicht getan haben. Ich darf vielleicht mal, um so eine Pause wenigstens zu simulieren, Ihnen mal ein paar Begriffe schlicht vortragen, die ich jetzt mir aufgeschrieben habe. Schock, Existenznot, persönliche, ökonomische Existenznot, Einsamkeit, unvorstellbar für mich bisher, Phasen von Solidarität, dann zu Wettbewerb, zu Frustration wurden genannt. Also einige von Ihnen haben bereits reflektierend strukturiert, was sie erlebt haben. Solidarität, Wettbewerb, Frustration, vielleicht auch in die umgekehrte Richtung, habe ich es gehört. Tiefer Vertrauensverlust in die Politik. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Die Sehnsucht natürlich nach Lockerung. Eine Sehnsucht, es müsse doch endlich wieder anders gehen in diesem Land. Sehr hart empfand ich die Formulierung der Inkaufnahme zusätzlicher Toter wegen nicht vollzogener Operationen. Das ist schon ein sehr harter Vorwurf, Herr Dierich, auch hörige Medien. Ich sage es nochmal, ich teile es nicht so. Ich habe auch eine politische Meinung, aber meine Aufgabe ist heute die der Moderation. Aber das habe ich mir aufgeschrieben, weil das ja doch sehr bemerkenswert ist. Wie bleiben wir bei Trost?
Wie schaffen wir es jetzt, als eine Gesellschaft zusammenzuhalten, nicht die Nerven zu verlieren, uns gegenseitig auszuhalten, auch in der ganzen Bandbreite der unterschiedlichen Erfahrungen und Wahrnehmungen? Wie wird man in 50, 60 Jahren über die sächsische Gesellschaft reden, wenn man darüber spricht, wie hat sie das damals durchgestanden? Das ist für mich eine sehr spannende Frage. Wir werden sie vielleicht gar nicht mehr alle beantwortet bekommen. Bevor wir jetzt in der zweiten Runde, die ja vielleicht nur eine halbe Stunde maximal noch sein kann, ich glaube, länger sollten wir es dann auch nicht treiben, vielleicht gibt es ja noch weitere Veranstaltungen, weiß ich nicht, aber bevor wir in die zweite Runde kommen, möchte ich dem Ministerpräsidenten die Gelegenheit geben. Er hat zwei präzise, konkrete, persönliche Fragen sind an Sie gerichtet worden, von Herrn Grasemann, glaube ich, das zu beantworten. Das wollen wir jetzt nicht einfach so übergehen, oder Sie wollen Sie gleich? Ich bin im Grundsatz, Grasemann, zu jedem Gespräch bereit, das wissen Sie. Nur, ich kann keinen wissenschaftlichen Diskurs mit Virologen führen, das müssen andere machen. Ich bin Politiker, ich muss bewerten, was verschiedene Positionen sind, was verschiedene Rechtsgüter sind. Frau Meyer hat gerade gesagt, wir leben in einem Land der Freiheit, es muss verhältnismäßig sein. Und von da lassen Sie uns gerne dann nochmal im Nachgang überlegen, in welcher Runde wir weiter diskutieren können. Ich weiche keinem Gespräch aus, nur ich will nicht die Erwartung wecken, dass ich eine wissenschaftliche These entkräften kann, dass da habe ich das Falsche studiert, zumindest in dem Fall. Darf ich antworten? Wir wollen kein Zwiegespräch jetzt hier beginnen, aber eine Antwort vielleicht noch und dann gehen wir in die große Runde, bitte. Also ich bin auch kein Spezialist auf diesen Gebieten. Es geht einfach darum, momentan wird die Republik von zwei führenden Wissenschaftlern beraten und die anderen scheint es nicht zu geben. Ich bin auch kein Spezialist. Ich verstehe mich als Moderator, der einlädt. Und es ist eine große Chance, endlich mal denen Gehör zu verschaffen, dort eine wissenschaftliche Diskussion, einen Diskurs auszulösen, der schon lange nötig ist und auf den eigentlich alle warten. Und wir könnten daraus beide sehr viel Nutzen ziehen, Sie für Ihre politischen Entscheidungen und alle, die bei diesen Demonstrationen auf die Straße gehen, die haben Sie immer wieder angesprochen, haben Sie Bhakti gehört, haben Sie Wodak gehört. Sehen Sie, und diese Meinungen sind einfach mal sehr essentiell. Und ich hoffe, dass Sie heute in dieser Runde uns noch einen Termin geben, wo wir dieses Format anschieben können. Ja, ich versuche mich jetzt gerade in die Situation von dem Ministerpräsidenten zu versetzen. Wie würde es ihm gehen, wenn er jetzt 20 Einladungen bekäme zu den unterschiedlichsten runden Tischen von allen? Das ist immer so eine Geschichte, so eine Gelegenheit auszunutzen, um dann einen hochrangigen Politiker zu sich zu ziehen. Vielleicht wollen Sie noch antworten, Herr Ministerpräsident, und dann gehen wir in die Runde. Ja, ich würde gerne noch antworten, wenn er uns ein Wort gegeben hat zu kommen, dann muss er sich das vorher überlegen und uns hat er jetzt das Wort gegeben, zu unserem Tisch zu kommen und ich nehme ihn einfach ernst. Genau, Herr Grasemann, ich habe ja gesagt, wir überlegen uns gemeinsam im Nachgang, in welcher Runde wir das Gespräch fortsetzen, weiche ich nicht aus. Aber ich will gerne mal den Ball aufnehmen, wissenschaftliche Meinung. Dieses Land wird immer nur von einem oder anderen zitiert. Das ist natürlich nicht richtig. Wir haben gehört, was in Berlin Wissenschaftler sagen, aber wir haben allein auch in diesem Raum ganz verschiedene Leute schon zu Gast gehabt. Aus Grunewald war da, aber wir haben auch Leute aus Leipzig da gehabt, aus Dresden. Wir haben eigene wissenschaftliche Studien, viele davon in Gang gesetzt. Wir haben mit der Leopoldina gesprochen. Also die These, dass es nur einige wenige Leute gibt, die zum Beispiel Zugang haben zu der Bundesregierung und die dann bestimmen, was hier passiert, das kann ich mit gutem Gewissen ausräumen. Es ist eher so, dass gerade bei 16 Landesregierungen und einer Bundesregierung die Wahrscheinlichkeit, wenn alle zu einem relativ ähnlichen Ergebnis kommen, dass wir dann richtig liegen, vor allen Dingen auch im Vergleich zu den anderen Staaten in Europa und der Welt, die ja ähnliche Maßnahmen ergriffen haben, die ist schon sehr hoch. Und ich möchte auch widersprechen, dass es politikhörige Medien gibt. Ich könnte Ihnen eine Latte von Beispielen erzählen, dass es genau andersrum ist. Aber, und dass ich darunter leide. Aber es ist auch auf der anderen Seite gut so. Aber was ich auch gesehen habe im Großen Garten und bei dem einen oder anderen Gespräch ist, wenn wir nicht voneinander wissen,
wenn wir gar nicht wissen, wie unsere Position zum Thema Impfpflicht oder Zwang ist, wenn das, was da auch auf Bundesebene gesagt worden ist, dass das nicht in Frage kommt, entweder nicht gehört wird oder nicht gehört werden will, dann ist natürlich die Sache schwierig. Dann beurteile ich sie, bewerte ich sie anders. Deswegen wünsche ich mir eben viel auch miteinander Diskurs und das gegenseitige Zuhören, weil ich glaube, dass daraus auch Missverständnisse, Vorurteile beseitigt werden können. Und das sage ich in jede Richtung. Deswegen, wir werden schon einen Termin finden, Herr Grasemann. Passen Sie auf. Ich passe auf. Ja, meine Damen und Herren, die Wahrnehmung dieser Situation, die etwas Außerordentliches und Einmaliges hat, wird nicht in einen vollständigen Konsens münden können. Das haben wir, glaube ich, jetzt gelernt. Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen, es gibt auch unterschiedliche Bewertungen, es gibt auch unterschiedliche Beurteilungen dessen, was die Politik in den letzten Wochen und Monaten getan hat. Das darf so sein. Dissens gehört zu dieser pluralistischen Gesellschaft dazu. Gott sei Dank haben wir die. Und das können wir auch aushalten. Aber selbst diejenigen, die jetzt so ein hartes Urteil aus welchen Gründen auch immer gesprochen haben, oder die in schweren existenziellen Nöten stecken, wo ihnen natürlich unsere emotionale Solidarität gehört. Selbst diejenigen, wie die anderen, die vielleicht auch in einer relativ komfortablen Situation sind, denn auch die gibt es, sind jetzt eingeladen, den anwesenden Ministern, dem Ministerpräsidenten mal Ratschläge zu geben oder Vorschläge jedenfalls, wie Petra Köpping hat es gesagt, eine neue Rechtsverordnung ist in Arbeit, die muss kommen. 6. Juni ist, glaube ich, der Termin. Das heißt, wir switchen jetzt um von der Wahrnehmungs- und Erfahrungsebene und auch der Beurteilungsebene in die konstruktive Vorschlagsebene. Was? Nicht, dass die Politik eins zu eins umsetzen kann, das würde ja erstens nicht möglich sein, zweitens wäre es nicht zu erwarten, weil wir wohl auch diesbezüglich unterschiedliche Vorgaben bekommen werden. Aber es ist die Gelegenheit, jetzt sehr konkret mal einen Vorschlag zu formulieren, einen Gedanken zu formulieren, das wäre jetzt zu tun in den nächsten Wochen, im Blick auf die Rechtsverordnung, im Blick aber vielleicht auch auf weitere Maßnahmen, die helfen werden, unsere Gesellschaft über diese schwierige Krise hinwegzubringen. Wer möchte von Ihnen, jetzt lösen wir das mal mit der Runde auf, das hat sich jetzt aufgelöst, wer möchte von Ihnen den Anfang machen mit einem guten Vorschlag? Bitte schön. Ja, also ich kenne den Entwurf der Rechtsverordnung schon. Es gibt ja dann langfristige, mittelfristige und kurzfristige Ziele. Also langfristig wäre es alles zu verhindern, eine zweite Welle zu bekommen. Also längerfristig heißt eine Teststrategie tatsächlich auch zu kommunizieren. Mir fehlt immer ein Parameter, auch um Eigenverantwortung ja, mal abschätzen zu können, was kann man denn eigentlich machen und was nicht. Da sind so die Testungen hier, 100.000 Einwohner. Wir wissen ja nicht, wie viel getestet wird. Und jetzt, wenn wir wieder öffnen, müssen wir uns eben dafür entscheiden, dass wir eben dort, wo viele Menschen zusammenkommen, in den Schulen, vor allen Dingen in den Pflegeeinrichtungen, testen, 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 damit wir eben... Ich vergleiche das immer mit dem Löschwasserbrunnen oder mit dem Hydranten. Ich hoffe auch, meine Feuerwehr braucht den nicht permanent, aber es ist gut, dass er da ist. Und deswegen muss es diese kleinen Brände nicht zu den Flächenbränden kommen, dass wir nicht wieder einen Lockdown riskieren. Eine Evaluation, was war gut, was hat sich bewährt, was ist nicht so gut gelaufen, wäre jetzt auch nochmal so eine mittelfristige Geschichte, um ein bisschen langfristiger Ausblicke auch zu geben, nicht von Rechtsverordnung zu Rechtsverordnung. Ich denke, es ist zurzeit das Infektionsgeschehen so, dass wir doch ein bisschen längerfristig das Ganze auch angehen können. Ich werde zum Beispiel gefragt, können wir einen Schulanfang machen? Zeugnisausgaben sind wichtig, ne? Also jeder kennt das Bild von sich selber mit der Zuckertüte. Und natürlich Risikobewusstsein aufrechterhalten und sagen, ja, Eigenverantwortung ist wichtig, aber das Risiko besteht deswegen trotzdem immer noch. Und dieser Paradigmenwechsel, Frau Köpping, den Sie angekündigt haben, den finde ich persönlich hervorragend. Wir ermöglichen jetzt wieder viel mehr und definieren eben das, was verboten wird. Und ein bisschen beim Vollzug habe ich ein Problem. Also so ein großes Gesundheitsamt wie in der Stadt Leipzig. Wir machen ja
in den Landkreisen als Kommunen die Amtshilfe im Vollzug für die Gesundheitsämter mit den Hygienekonzepten. Wir werden uns nicht von jeder Berufsgenossenschaft jedes Hygienekonzept anschauen können, aber ich kann Ihnen versprechen, wir werden hingucken und kommunizieren mit unseren Einrichtungen, mit unseren Gastronomen und sehen das dann auch als Hilfestellung. Ja, könnte sein, dass jetzt jemand von den Ministern gleich antwortet, aber wir sammeln erstmal Herr Weigel und dann Frau Pallas und dann Herr Unger. Ich möchte jetzt bitte auch hier um kurze Statements. Ja, zwei ganz kurze Bemerkungen. Zum einen möchte ich nochmal auf die Reha-Einrichtungen eingehen. Schwererkrankte brauchen diese Behandlung und mein Eindruck ist, der jetzt durchaus nicht subjektiv geprägt ist, sondern auch auf Rückfrage, gründet die Unsicherheit bei diesen Einrichtungen, insbesondere bei der Unterschiedlichkeit der Hygienemaßnahmen und Konzepte, ist groß. Und ich glaube, man muss sich das Thema dort in der Tat noch mal angucken, auch mit den Verantwortlichen reden. Das ist Punkt 1. Punkt 2, auch aus einer persönlichen Betrachtung heraus, aber ich glaube auch allgemein wichtig, diese Frage zwischen Schutz des Menschen und der Gesundheit einerseits und der Würde des Menschen andererseits macht sich bei mir an der Erfahrung fest, die ich letzte Woche machen musste. Mein Vater an Corona erkrankt, ist während meiner Krankenhauszeit verstorben und ich musste die Beerdigung mit organisieren im kleinen Kreis. Und ich habe jetzt mehrere gesprochen, die Ähnliches erlebt haben. Und ich glaube, wir müssen uns da was einfallen lassen, weil das macht ungemein viel mit den Menschen, wenn sie merken, dass in kleiner Runde das stattfindet und wir brauchen da behutsame, aber glaube ich auch wirklich tatsächlich wirksame Möglichkeiten, um das zu öffnen. Frau Pallas. Ich möchte mich auf ein Argument konzentrieren und den Kulturbereich oder generell mal die Sicht eher in Richtung Demokratietheorie bewegen und vielleicht auf den Begriff der Wirtschaftskrise eingehen. Wir reden alle von der Wirtschaftskrise und vergessen dabei, dass es eigentlich ja nicht um die Wirtschaft geht, sondern dahinter steht ja eine soziale Krise, wie auch die Finanzkrise 2008 eine soziale Krise ausgelöst hat. Und es wäre sehr wichtig, hier dieses sich einfach das bewusst zu machen, dass eine soziale Krise auch eine Demokratiekrise auslösen kann. Und ich sage das deshalb, natürlich geht es nicht darum, etwas gegeneinander auszuspielen. Wir schützen die Wirtschaft ja nicht ihre Selbstwillen, um Gottes Willen, sondern natürlich, weil sie den Wohlstand der Gesellschaft versorgt, weil Arbeitsplätze dranhängen, Wirtschaftskreisläufe etc. pp. Produkte entstehen, Schicksale und dergleichen. Aber was am Ende steht, ist der Wohlstand einer Gesellschaft, der soziale Frieden und damit eben auch die Verhinderung weiterer Krisen. Und vor diesem Hintergrund sieht dann auch, ich sag mal, der andere Bereich anders aus. Gerade das, was die Bürgergesellschaft leistet. Ich spreche zwar für die freien Kulturträger, aber ich meine generell eine Bürgergesellschaft, eine Mehrheitsgesellschaft, die bisher eigentlich sehr gut die Maßnahmen verkraftet hat, die sehr diszipliniert war. Dass wir heute diese Erfolge haben, ist auch eine Leistung dieser Bürgergesellschaft. Auch aller freien Träger, die hier wichtige Multiplikatoren sind, auch diese Schutzmaßnahmen weiterzutragen. Und mir wäre es wichtig, das als letztes Plädoyer zu setzen, hier auch nochmal eine Gruppe besonders in den Blick zu nehmen, nämlich die jungen Menschen. Ich glaube, sie gehen ein bisschen verloren. Wir haben sie nur in dem Kontext von Schule oder in anderen. Aber das ist auch demokratietheoretisch wichtig, dass wir die Akzeptanz dieser Gruppe nicht verlieren, wenn wir zum Beispiel jetzt gerade den kompletten Kultur- und Freizeitbereich eigentlich nicht mehr berücksichtigen können. Junge Menschen zum Beispiel in der Clubkultur finden dort ihre normalen, ich sag mal, sozialen und kulturellen Austauschformate, die jetzt alle verschwunden sind. Ich glaube, alle sehen das ein, dass eine enge Disco oder ein Club nicht einfach so öffnen kann. Aber wir müssen hier bitte andere Lösungen finden. Und sei es, dass Freiflächen im Raum, dass Parks geöffnet werden, dass Open Air möglich ist, dass die Akzeptanz der Bevölkerung auch steigt, wenn es mal ein bisschen lauter ist. Wir dürfen diese jungen Leute an dieser Stelle nicht verlieren. Ich bitte um kurze, knappe Vorschläge, Herr Unger. Ja, ich kann oder versuche das jetzt einfach mal für unsere Branche zu machen und für unsere Branche zu sprechen. Sicherlich ist das ein sehr weitreichendes Thema, wenn man die einzelnen Dinge dort mit dazu nimmt. Dass die Demokratie an sich, beziehungsweise die Werte unserer Gesellschaft, das ist etwas ganz Wichtiges. Ich sage immer,
Eine Demokratie ist auf Vernunft, Verstand aufgebaut und das sollten wir uns bewahren. Das ist was ganz Wichtiges. Also das steht, denke ich mal, dort für mich außer Frage. Für mich ist eines für unsere Branche wichtig, beziehungsweise bin ich hier angetreten, um diese bunte Landschaft zu erhalten. Das ist etwas Gemeinwichtiges, egal für wen ich jetzt spreche, ob für Sachsen oder für Thüringen oder für ganz Deutschland. Das spielt für mich jetzt momentan keine Rolle. Wir haben dieses Papier schon einmal eingereicht, beziehungsweise haben das sehr vernünftig auch schon einmal diskutiert. Wir haben jetzt nach der ersten Zeit der Lockerung schon erste Erhebungen auch gemacht. Wenn, dann können wir gern im Nachgang, könnte ich das auch nachreichen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wie diese erste Zeit verlaufen ist. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir fahren bei 35% Umsatz. Das ist sehr kritisch, ja, und das ist wirklich kritisch. Man kann dort nicht kostendeckend arbeiten. Die Funktion des KUKs möchte ich dort in der Beziehung nochmal ansprechen. Vielleicht kann man das mal an die Bundesregierung weiterleiten. Wenn wir diese Funktion, die jetzt eingeführt worden ist, für diese etwas strukturschwachen, sage ich mal, Berufsfelder, wie auch wir es sind, vielleicht umdrehen könnte und unsere Angestellten von Beginn an 90 haben und dann das nach und nach abgebaut wird, ist es reinweg für den Angestellten und für denjenigen, der es bezieht, logischer, das in Anspruch zu nehmen. Plus dazu regen wir ihn nach 8 Monaten oder nach 7 Monaten dazu an, wieder arbeiten zu gehen und nicht zu Hause zu bleiben. Das ist einfach, das dient der Logik. Das ist ein Punkt, der uns dort ganz wichtig ist. Das nächste ist klar, der Diskurs der 7%. Eins möchte ich dort einstreuen, wir kaufen auch für 7% ein. Das heißt, wir haben in den vorangegangenen Jahren 12% und davor 10% reine Liquidität für den Staat erwirtschaftet. Ja, das ist, geht bei uns als Liquidität ab. Wichtig ist, auch wenn es jetzt, sage ich mal, zeitlich begrenzt ist, dass diese Maßnahme für uns auch im Nachgang eventuell an der Kopplung der Kredite, sage ich mal, anhängig gemacht wird. Das ein Jahr reicht definitiv nicht aus. Plus dazu ist das Instrument, um unsere Branche auch von dem Niedriglohnsektor, sage ich mal, also loszubringen. Ja? Also das heißt nicht, dass wir Gastronomen oder Hoteliers dieses Geld uns in die eigene Tasche stecken. Erst brauchen wir es zum Amortisieren und danach für eine gerechte Lohnzahlung. Das andere ist... Herr Unger, vielleicht... Ja, ich habe zwei Punkte noch. Okay, ja? Noch okay. Zwei Punkte. Wir brauchen ganz klare Richtlinien für Sachsen hilft sofort. An welchen Parametern diese Dinge dort gemessen sind, das ist, denke ich, für jeden hier in der Runde interessant, der das, sage ich mal, in Anspruch genommen hat. Und das andere ist, dass wir... sage ich mal, eine ganz klare Zuschussprogramm gebrauchen, um das, sage ich mal, in einem Jahr nicht unsere bunte Landschaft verloren geht. Ja? Das ist irgendwo was ganz Wichtiges. Plus die Veranstalter, die Bars, ja, ihr als Busveranstalter gehört dort irgendwo genauso dazu, eine Exit-Strategie, wie wir dort versuchen können, vernünftig, wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir dort haben, ja, vernünftig auch in der Zukunft das wieder angehen zu lassen. Ja, also wie zum Beispiel den Tag der Sachsen, der eigentlich in Aue stattfinden sollte. Ja. Jetzt Frau Rienecker und dann Herr Dierich und dann Herr Fuchs und dann, Ihren Namen habe ich jetzt gerade, Frau Köhler. Dass wir erstens verstehen, was getan wird, dass wir den Sinn verstehen dessen, was nötig ist, soweit man das halt ermessen kann. Und drittens, dass wir es auch handhaben können. Und da schließe ich an zu dem Punkt Planbarkeit. Das ist das, was ich am stärksten mitbringe, dass viele Kollegen sagen, also die Not des Einzelnen, ob das jetzt
Sie haben gesagt, Hochzeit, ob das Konfirmationsfeier oder sonst was ist, also das, was dem Leben Schwellenrituale sind und so weiter, dass wir da ein Stück stärkere Planbarkeit hinbekommen, das wäre natürlich wünschenswert. Wie wir das unter diesen Bedingungen schaffen, weiß ich auch nicht, aber das ist wirklich ein Anliegen, dass man wie so eine Art erster Plan, zweiter Plan, dritter Plan oder so hat, ja. Was ist realistisch? Veranstaltungen in welchen Größenordnungen? Das sind große Themen, die gesamtgesellschaftlich auch beunruhigen. Und das zweite Thema, das ich stark machen möchte, ist das Thema Ethik, ethischen Diskurs. Was ist die Würde des Einzelnen? Was hat auch eine Gesellschaft für eine Würde? Wo geht die uns verloren? Thema Seelsorge, ganz, ganz dringend, dass wir an den Besuchsregelungen Weitungen schaffen, um sozusagen diesen Furcht- und Vereinsamungstendenzen, die natürlich gegeben sein könnten, etwas entgegensetzen können. Ich danke. Herr Dierich, bitte. Ich erlaube mir eine ganz kurze Ergänzung noch zu vorhin, die meine große Betroffenheit ein bisschen erklären soll. Ich stelle eine große Veränderung in der Gesellschaft fest durch die getroffenen Maßnahmen der Regierung. Diesmal war es ein Krankheitsvirus, möglicherweise notwendig. Meine großen Bedenken sind, dass das Gleiche funktionieren könnte, wenn es ein ideologischer Virus ist. Und die Folgen wären dann noch wesentlich schlimmer. Zum Vorschlag, zu dem, was ich bisher gesagt habe, würde es naheliegend sein, dass ich sehr plädiere für die sofortige Aufhebung der verordneten Maßnahmen. Und ähnlich wie Frau Münster gesagt hat, Appellierung an die Eigenverantwortung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutsche weniger diszipliniert sind als Schweden. Das aber verbunden mit den konsequenten Schutz für die, die den Schutz dringend notwendig haben. Also einmal die Eltern mit Vorerkrankung, auch die in pflegerischen, medizinischen Berufen arbeiten. Also das muss nicht mehr alle blockieren, sondern die, die es wirklich dringend notwendig haben und ansonsten weitere Schäden möglichst vermeiden. Vielen Dank, Herr Hühn, dann Frau Köhler und dann Herr Fuchs und dann Frau Hausding. Ja, Herr Ministerpräsident, Sie hatten ja neulich gesagt, dass doch für unsere Busunternehmen oder dass die Busse eventuell wieder rollen können. Und da liegt mir besonders noch am Herzen, ob Sie sich vielleicht mit Ihren Kollegen aus den anderen Bundesländern einen gemeinsamen Konsens bilden können. Denn ich habe es vorhin schon angesprochen, bin 15 Kilometer von Thüringen entfernt. Das nützt mir nichts, wenn in Sachsen was möglich ist, in Thüringen nicht. Nach der anderen Richtung bis Bayern habe ich nur 60 Kilometer und so geht das, setze ich das natürlich fort. Selbst wenn wir in Deutschland wieder eine Reise machen wollen, sind wir gezwungen, durch mehrere Bundesländer zu fahren. Und noch eine weitere große Bitte hätte ich, was die Busse betrifft, was die Abstandsregeln betrifft. Also wenn wir mit Sachen rangehen, der Hauptsache fahren, dann bin ich, also ich spreche da auch für meine Kollegen, doch etwas dagegen. Also wenn ich mit einem großen Reisebus, vielleicht mit 12 Mann, weil ich 1,50 Meter Abstand halten muss, noch bewegen kann, dann stürzen wir uns nur weiter in die Krise, als dass es uns hilft. Selbst wenn wir jetzt sagen 50% Auslastung, das ist für uns nicht wirtschaftlich darstellbar. Wir können die Hygienekonzepte, wie sie im Fernbus, der ja heute wieder begonnen hat zu fahren, oder bei der Deutschen Bahn oder im ÖPNV ist, auch in unseren Reisebussen durchsetzen, umsetzen. Und da hätte ich natürlich die Bitte, dass wir dann unsere Fahrzeuge auch wieder voll belegen können. Natürlich, Maßnahmen müssen sein. Wir wollen auch die Hygieneregeln einhalten und wir haben natürlich durch unsere geschlossenen Gruppen auch klare Nachvollziehbarkeiten, was die Mitfahrenden betrifft. Und noch ein letztes betrifft dann auch die Hotellerie, dass wir es vielleicht so angehen könnten, wie es die Österreicher uns ab morgen vormachen, dass in den Hotels auch die Einschränkungen gelockert werden. Man kennt es ja von Mecklenburg-Vorpommern mit 60% Auslastung. Die Hauptreisezeit besteht bevor. Und auch da, wen soll ich jetzt bei 60% bei meiner ausgebuchten Busreise zu Hause lassen? Da stellt sich die Frage. Es geht eigentlich nicht. Und auch in Österreich ist ab morgen wieder möglich Buffet essen und natürlich ganz normaler Hotelbetrieb mit auch Wellnessanlagen. Kann man sich darüber streiten, ob das alles gleich sein muss, aber das sollten wir im Auge behalten und da wäre ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Und was die finanziellen Soforthilfen
betrifft, da hat sich ja Bundesminister Scheurer dafür stark gemacht, hat zwar schon das ein paar Tage gesagt, es gab noch kein konkretes Ergebnis, aber hoffen wir mal drauf, dass er an uns Busunternehmer auch mitdenkt. Vielen Dank. Jetzt Frau Köhler. Ja, ich habe hier stehen, unbedingt ansprechen, Zukunftsängste der Vereine, Planungssicherheit für dieses Jahr und nächstes Jahr, Verhinderung von Insolvenzen, das kann ich nur noch mal ganz deutlich sagen. Und jetzt zwei Einzelvorschläge aus dem Wust. Wir brauchen dringend Unterstützung bei der digitalen Aufrüstung der Vereine, die Beratungstätigkeit etc. machen. Da hätten wir gerne auch noch im Rahmen der Richtlinien eine Unterstützung. Und was mir auch ganz dringend ans Herz gelegt worden ist, ich weiß nicht, woher das wabert, aber das Förderprogramm Wir für Sachsen sollte auf gar keinen Fall gekürzt werden, weil sonst viele Vereine nicht arbeitsfähig sind. Danke. Jetzt steht Herr Fuchs auf meiner Liste. Ja, ich habe auch zwei Wünsche hier ganz konkret. Zum einen die unverzügliche Öffnung der Schulen und Kitas im Normalbetrieb. Wir schließen uns da der Stellungnahme der vier Gesellschaften für Krankenhauskinder und Kinder- und Jugendärzte an, die ja eindeutig festgestellt hat, dass das unter Berücksichtigung von entsprechenden Hygienemaßnahmen für die Risikogruppen, also für die Betreuer und Lehrer und so weiter möglich ist. Zum einen, aber auch, weil das Thema Gewalt wurde schon angesprochen. Wir hatten schon vor vielen Wochen davor gewarnt, wenn die Kinder zu Hause bleiben müssen, die Eltern in Doppelbelastung hier in extremen Stress ausgesetzt sind. Wir haben ja schon damals befürchtet, dass es hier zu Gewalt an Kindern kommen kann. Leider musste man letzte Woche durch diesen Artikel von der Kindernotruf-Hotline da erfahren, dass es genauso gekommen ist. Deswegen Schulöffnung, erste Förderung. Zweite Forderung ist, dieser runde Tisch hier ist natürlich eine gute Idee und ein guter erster Schritt. Jedoch sehen wir, die Themen sind sehr breit gestreut und wir haben kaum Zeit, überhaupt das halbwegs vernünftig zu besprechen. Und zumindest wir als Eltern wurden von dem SMK bisher quasi ignoriert. Deswegen wünschen wir uns einen regelmäßigen runden Tisch mit dem SMK, nicht nur als Elternvertreter, sondern gerne natürlich auch mit den Schülervertretern zusammen, um nicht nur solche aktuellen Themen zu besprechen, wie jetzt die Umsetzung solcher Schutzmaßnahmen in den Einrichtungen, sondern auch die langfristigen Themen, wie eben Lehrermangel, Digitalisierung in den Schulen, strategisch zu besprechen und beratend dort mitwirken zu können. Das sind unsere zwei wesentlichen Forderungen. Und ein, was ganz kurz möchte ich noch anmerken, das hatte ich vorhin vergessen, in dem Regelbetrieb, in dem Normalbetrieb sollten die Kinder explizit von den Hygienemaßnahmen ausgenommen werden. Die Kinder sind jetzt schon durch die Schulschließung und jetzt waren schon durch die Schulschließung viele Wochen lang nicht mehr dem normalen üblichen Vielfalt an Keimen und der Intensität an Keimen ausgesetzt, wie das früher normalerweise der Fall war. Die Kinder sind das durch die Hygienemaßnahmen an den Schulen jetzt weiterhin nicht. Das kann zu einer nachhaltigen Schwäche in der Ausbildung des Immunsystems der Kinder führen, jetzt bei Kindern in diesem wichtigen Abschnitt für die Ausbildung des Immunsystems. Und da sind natürlich dann Langzeitschäden wie Allergien, Autoimmunerkrankungen möglich. Deswegen auch das bitte hier möglichst zeitig, zumindest für die Kinder, zurückzufahren. Vielen Dank. Jetzt Frau Hausting und dann Frau Kessica. Und ich würde Sie dann als Letzten bitten und dann den Ministerinnen und den Ministerpräsidenten nochmal das Wort geben. Ich bitte um Verständnis, notfalls, ja, wissen Sie, aber wir hatten gesagt, 8:30, notfalls kann vielleicht noch was Schriftliches nachgereicht werden. Das ist nun mein schwerer Job, an der Stelle mal einen Cut zu machen. Also Frau Kessica, Frau Hausting und dann Herr Thomas. Bleiben wir mal bei, weil wir gerade bei Schule waren, vielleicht die Schülersprecherin jetzt gerade noch. Gut, also ich hätte wirklich nur zwei kleine Punkte, und zwar ich wollte noch mal auf das eingehen, was Frau Pallas gesagt hat. Ja,
irgendwo haben wir doch auch alle ein Herz. Und ich will nur einen ganz kleinen Aspekt geben. Das ist nicht unsere Hauptforderung, aber nur eine kleine Anmerkung. Schülerinnen und Schüler, die gerade ihre Abschlüsse machen, sie machen einen Abschluss ohne einen Abschluss. Und ich sogar mit nur einem Biologie-Grundkurs, mir ist bewusst, dass keine Abschlussbälle und keine Feiern gemacht werden können. Das ist völlig in Ordnung und völlig klar. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie vielleicht die Staatsregierung eine Art Struktur, wie Zeugnisausgaben zum Beispiel hergerichtet werden können und dass eine Empfehlung gegeben wird, finde ich super, wenn das schon in die Wege geleitet wird, aber dass wir vielleicht mindestens eine Art Abschluss für die Schülerinnen dazu bieten. Und nur noch eine kleine zweite Sache, und zwar, wir haben jetzt durch die Krise gesehen, wir waren digitalisiert, wir hatten viele Geld da reingesteckt, aber die Struktur hat doch ein bisschen Hinkefuß gehabt. Und jetzt muss auf jeden Fall der Kurs darauf gesteuert werden, vor allem in den zukünftigen Jahren, dass man doch in der Struktur extrem arbeitet. Wir hatten schon seit Jahren über die Infrastruktur der Digitalisierung geredet. Jetzt hat es gezeigt, man kann es aufstocken und es wurde sehr viel schon von der Regierung aufgestockt und dafür sind wir als Schülerinnen und Schüler dankbar und die Schulen auch. Aber es muss noch weiter daran gearbeitet werden und ich hoffe einfach, dass auch die Regierung zukünftig sehr viel Fokus darauf legen wird, auch in der Infrastruktur, weil das Geld ist da und das haben wir gesehen und es muss jetzt wirklich vorangetrieben werden. Aber es sind große Schritte nach vorne und positive Schritte und das sehen wir auch. Frau Hausting. Gut, ich spreche natürlich heute nicht nur für mich, sondern habe auch meine Kollegen ein bisschen gefragt, was die so für Wünsche haben. Da ist ganz, ganz viel gekommen. Also zum einen die 7% Mehrwertsteuer, dass die länger einfach als wie dieses Jahr gelten muss von unseren Gastronomen. Dass der Unternehmerlohn bitte nochmal nachgebessert werden muss, denn es läuft eben, also in dieser Soforthilfe, es läuft eben nicht normal, sondern wir wissen, es ist wieder schön, aber die Puffer sind jetzt aufgebraucht und man weiß nicht, wie es weitergeht und man kann nicht pauschal auf Kredite verweisen. Gerade in unserer Stadt haben viele noch an Krediten von 2002 zu knabbern. Und es hat ja gezeigt, man weiß nie, wann die nächste Krise kommt. Und da will sich niemand neu verschulden. Das andere, mein großer Wunsch, dass wir alle aus Lernsachs lernen und das als Chance für die Zukunft betrachten, kann ich als Mutter nur sagen, es wäre schön, wenn es zukünftig Unterricht gibt und nicht nur ein Verteilen der Aufgaben. Wäre ganz super. Und die Abschlussfeiern auch für die Kleinen, für die Viertklässler und auch vielleicht sogar für die Kindergartenkinder, dass denen gerade kein schwarzes Loch entsteht. Was wäre es für uns, wenn wir alle keinen Abschluss gehabt hätten? Da würde irgendwas fehlen. Und wenn es im Klassenverband ist, die Eltern müssen nicht dazu. Die haben nie genug. Also alles okay. Das wär's. Ich weiß nicht, ob das protokolliert werden sollte, aber Herr Thomas, bitte. Ja, vielen Dank. Wir hatten ja vor der Veranstaltung schon mal Zeit mit Herrn Ministerpräsident über die Reisebranche und wie eine zukünftige Busreise aussehen könnte, schon gesprochen. Ich habe zwei kleine Anliegen und dann eine konkrete Frage an den Herrn Ministerpräsidenten. Ein Anliegen, Sie haben sich ja in der Zeit, wo es um die Gastronomen ging, auch in den sozialen Medien ja auch stark gemacht für diese 7%, die es ja auch jetzt für die Gastronomen gibt. Das finde ich ganz wichtig, denn auch die Gastronomie, das Weggehen, sich bewirten zu lassen, ist eine Kultur. Genauso wie mit dem Reisebus zu fahren, ist es eine Kultur. Und Sie haben ja regelmäßig Kontakt mit dem Bundeswirtschaftsminister in Konferenzen und ich hätte dort eine ganz konkrete Bitte. Wir haben in den letzten Jahren dem Staat aus unseren erwirtschafteten Margen, also das, was von einer Reise übrig bleibt, wenn sie abgerechnet wird, haben wir treue 19% gezahlt. Jeder gefahrene Kilometer eines Reisebusses in Deutschland, darauf wird 19% Umsatzsteuer abgeführt. Und jetzt sollte die Regierung sich mal überlegen, auch für einen gewissen Zeitraum das auf 7% herunterzusetzen, diese Margenbesteuerung. Das hilft, wenn man von einem kleinen bisschen, einen ganz nicht vollen Bus eh noch weniger übrig hat, dann wenigstens noch 12% Umsatzsteuer spart. Das würde schon helfen, das wäre ein Signal. Letztendlich bezahlt man in Österreich und in Polen zwischen 8% und 10% Umsatzsteuer für die gefahrenen Kilometer. Und das sollte vielleicht in dieser Lage jetzt in Deutschland auch möglich sein, herabzusetzen. Eine Sache, die mir den letzten Wochen oder letzten Tagen sehr viel Kopfzerbrechen gemacht hat, ist das Thema Zukunft und Ausbildungsplätze. Unsere Branche ist gebeutelt, dadurch aufgrund vieler, vieler Bedrohungen von Reisebüros, wirtschaftlicher Bedrohung von Reisebüros und Reiseveranstaltern, werden in diesem Schuljahr keine Ausbildungsklassen mehr zustande kommen. Ich habe im letzten Jahr, Ende des Jahres, einer hochmotivierten Abiturientin einen Ausbildungsplatz versprochen. Die hatte ich letzte Woche bei mir da. Mit der haben wir gesprochen und habe gesagt, es geht leider jetzt zum Zeitpunkt jetzt nicht. Wir sind da mit Vorreitern, die ganz viele Auszubildenden haben. Eberhard Dreffel in Kesselsdorf, die schicken immer ganz, ganz viele Azubis an diese Schule. Dass es wenigstens möglich ist, vielleicht im Januar eine
kleine Schulklasse, das wird sicherlich auch andere Bereiche im Rahmen der Corona-Krise betreffen, dass es möglich ist, weil Azubis, Schülerinnen und Schüler, die jetzt auf Jobsuche sind, sind unsere Zukunft, nicht nur für die Reisebranche, sondern für die gesamte Branche, für die gesamte Wirtschaft unseres Landes. Und eine ganz wichtige Frage im Auftrag von vielen, vielen Busveranstaltern: Wie sieht die zukünftige Busreise aus? Sie haben ja in den Medien letzte Woche bekannt gegeben, dass mit der neuen Corona-Schutzverordnung am 6. Juni Busreisen in Sachsen wieder möglich sind. Da war eine gute Frage, ob die auch in den anderen Bundesländern möglich sind. Denn wenn keine Reisebusse in Deutschland in Sachsen abfahren, werden auch keine Touristengruppen Sachsen besuchen können. Das ist auch ganz wichtig aus anderen Ländern. Aber die konkrete Frage ist: Wie sieht denn diese Verordnung aus? Wir haben heute Ende Mai, am 6. Juni könnte ich mit meinem Bus wieder starten. Da ich jetzt nicht weiß, wie die Beschränkungen sind, kann ich wieder mit dem vollen Bus fahren? Brauchen die Leute Masken? Wer sagt uns das und alle warten drauf? Die Frage an Sie, Herr Ministerpräsident. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um Verständnis. Sie können mir persönlich böse sein, aber bitte nicht den Mitgliedern der Regierung, dass ich an der Stelle einen Punkt mache. Das ist mein Job. Nach zweieinhalb Stunden, wir müssen nicht gleich auseinandergehen, nach zweieinhalb Stunden, das war angekündigt, machen wir an der Stelle einen Punkt. Die Staatsregierung, die Ministerien haben eine Postadresse, da kann man schreiben, gute Vorschläge einbringen, das muss auch nicht das letzte Gespräch sein, aber heute ist an dieser Stelle der Punkt. Ich würde zum Abschluss zuerst übrigens eine Bemerkung noch: Vieles, was jetzt besprochen worden ist, war wirklich eine Tour de raison durch die sächsische Politik, also weit über das hinaus, was die Rechtsverordnung jetzt künftig bringen wird. War ja auch gut so, dass das alles ausgesprochen wurde, aber wir haben uns diesbezüglich, ich wollte niemandem das Wort abschneiden, auch ein bisschen überfordert, aber es war, meine ich, trotzdem eine sehr konstruktive Runde. Ich möchte jetzt als erstes der Petra Köpping von der SPD, dann der Staatsministerin Mayer von Bündnis 90 Die Grünen und dann Herrn Ministerpräsident das letzte Wort geben. Ja, herzlichen Dank. Erstmal auch herzlichen Dank von mir für diese wirklich konstruktive und interessante Runde. Es ist jetzt nicht so, dass wir viele der Probleme, die heute angesprochen wurden, nicht kennen würden. Aber es ist nochmal beeindruckend, wenn man das hier in so unterschiedlichster Form und unterschiedlichsten Fasson kennenlernen kann. Ich möchte gleich vorweg sagen, dass es durchaus möglich ist, nicht nur im Kultusbereich, dass man einladen kann. Wir können jetzt wiederkommen, wenn auch nur nicht in den großen Runden, die wir gerne hätten. Aber ich biete das zumindest für unser Ressort auf jeden Fall auch an. Ich habe das in Pirna schon gemacht, ich habe das auch an anderen Orten schon gemacht, in Augustusburg. Also insofern laden Sie uns ein. Das Zweite, das war die Verordnung selber, die nochmal angesprochen worden ist. Da will ich relativ zügig durchgehen, weil fast alles, was Sie angesprochen haben, werden wir tun. Das heißt, wir werden das am 6.6. in unsere Verordnung aufnehmen können. Das fängt an bei der Teststrategie. Das ist auch eines unserer wichtigen Anliegen, wo wir gesagt haben, lockern ist immer das eine, aber für die Sicherheit der Bürger sorgen eben auch das andere. Und dazu gehört Testen, Testen, Testen. Das werden wir tun. Professor Liebert ist einer unserer Testkoordinatoren, wenn ich das so sagen darf, Laborkoordinatoren natürlich. Auch da haben wir für alle drei Regionen uns drei wirkliche Fachleute geholt. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir dort ein gutes System aufgebaut haben. Und jetzt werden wir das füllen, dass wir da sehr präventiv und auch wenn es kleinere Ausbrüche gibt, sehr schnell reagieren können. Das andere wird sein, die Evaluierung, völlig klar. Wir gehen davon aus oder müssen davon ausgehen, dass es im Herbst, im Spätherbst, habe ich gestern gelernt, Herr Dr. Grüne, bald durchaus noch mal zu einer zweiten Welle kommen kann. Und da sage ich, aus heutiger Sicht sind wir gut vorbereitet. Denn alles das, was wir jetzt gemacht haben, von den Gesundheitsämtern angefangen, mit unseren Krankenhäusern, mit unseren medizinischen Einrichtungen und auch mit unseren Programmen, können wir im Herbst wirklich gut anwenden. Und da sind wir gut aufgestellt, dass wir zu solchen Maßnahmen, wie wir sie jetzt hatten, hoffentlich nicht kommen müssen. Will ich auch noch mal deutlich sagen. Jetzt gab es noch mal ganz konkrete Fragen. Das war das Thema Veranstaltungen. Da haben wir tatsächlich in unserer neuen Verordnung im Bereich der Kontaktbeschränkung vor, dass man eben Veranstaltungen auch bis zu 50 Personen durchführen können wird. Aber auch hier wieder unter Beachtung der Abstandsregelung, der Auflagen, die es natürlich durchzuführen gibt. Bei Bussen, auch die haben wir geregelt für den 6.6., dass sie also wieder starten können. Ich habe jetzt noch keinen genauen Überblick, wo überall die Busse starten ab 6.6. Einige Bundesländer haben es vorgesehen, andere noch nicht. Das kann ich heute noch nicht konkret beantworten, weil die Bundesländer auch noch diskutieren. Sie sind noch nicht fertig in der Diskussion und dort soll es so sein wie bei Flixbus. Also wir können nicht für den einen Bus das regeln, für den anderen Bus das regeln. Da gibt es keine Abstandsregeln, aber eine Maskenpflicht. Also um das nochmal so zu definieren wie im öffentlichen Nahverkehr. Das Gleiche trifft zu für Hotels. Wir haben keine Beschränkung in den Hotels in Sachsen auf 60%. Das haben wir
wir nicht. Aber wir werden die Wellnessbereiche am 6.6. wieder versuchen zu öffnen. Das ist ein heißes Pflaster, da haben wir gestern auch mit unseren Spezialisten gesprochen, gerade was die Saunalandschaft betrifft. Ich will es ausdrücklich sagen, das liegt auch jetzt an uns, wie wir das machen. Und da ist wirklich an erster Stelle Sicherheit und erst an zweiter Stelle die Wirtschaftlichkeit. Das muss man ganz deutlich sagen. Und eins ist mir noch wichtig, das sind unsere Pflegeeinrichtungen, weil die uns ja sehr viel Sorgen gemacht haben. Erstens, darf ich das sagen, Herr Ministerpräsident, aber unseren Pflegebonus werden wir beschließen, sodass das also kommen wird. Und das andere wird sein, dass wir tatsächlich diesen Paradigmenwechsel, von dem wir gesprochen haben, dass wir hinkommen zum Ermöglichen und nicht zum Verbieten. Und das wird besonders für unsere Pflegeheime eine sehr positive Entwicklung sein, dass also dort Besucher nicht nur unter Umständen oder unter Ausnahmen erlaubt sind, sondern generell erlaubt sind, aber mit Auflagen. Auch das will ich dazu sagen. Und insofern glaube ich, dass wir eine ganze Reihe von Vorschlägen, die heute gekommen sind, realisieren können. Wir werden uns auch nochmal gemeinsam mit dem Kultusministerium Gedanken machen zu Schulveranstaltungen. Also mir ist das schon auch klar, ob das ein Zuckertütenfest ist oder ob das eine Schulabschlussveranstaltung ist. Das gehört zum Leben dazu, aber sie wird eben anders sein, als man die vielleicht aus anderen Jahren kennt. Und das ist mein Posten, der ist auch nicht immer angenehm als Gesundheitsministerin, dass ich eben auch immer die Bremse ein Stück einlegen muss, wenn es dann ganz schön wird. Und das Letzte, das lassen Sie mich auch nochmal in der Runde bitte sagen, ein herzliches Dankeschön tatsächlich an die Bevölkerung. Also ohne, dass die Menschen mitmachen und dass man sich untereinander eben auch schützt, das ist im Grunde genommen das, was wir jetzt vorhaben, sehr riskant, ich wage es mal so zu behaupten. Und das ist einfach so ein Punkt, da wage ich einfach zu widersprechen, wenn man die Zahlen, die wir haben, nicht widerlegen kann, weil sie eben gut sind, dann ist es für mich gut so. Ich hätte große Mühe, wenn wir viele Tote in Sachsen zu beklagen hätten. Damit hätte ich auch ein großes Verantwortungsproblem. Herzlichen Dank. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Es war, glaube ich, nochmal eindrücklich für uns alle hier und auch für die Diskussion, die wir ja nächste Woche hier wieder in diesem Raum führen werden zur Rechtsverordnung. Frau Köpping hat jetzt gerade schon einiges angesprochen, was auch mir durchaus am Herzen liegt, das ganze Thema Pflegeeinrichtungen. Wann können die älteren Menschen wieder Besuch empfangen, dass wir hier eine entsprechende Regelung treffen, aber auch natürlich, was weitere Öffnung von Geschäften, Institutionen und so weiter, Läden und Schwimmbäder, was ja auch für den Sommer dann vorgesehen ist, geplant ist. Aber auch, und das ist mir auch wichtig, jetzt nochmal auch an die Kinder zu denken. Vorhin war ja auch ein Vorschlag, der in der ersten Runde gekommen ist. Wie sieht es mit Schülerfreizeiten aus, dass es da eben auch wichtig ist, dass wenn Eltern, die ja jetzt auch viel Urlaub genommen haben und jetzt keinen Urlaub auch mehr haben, dass wir hier Angebote für die Kinder haben, dass hier Freizeitangebote geschaffen werden, dass sie auch wieder Kontakt haben zu anderen Kindern und hier entsprechend auch ein bisschen Ferien haben können, weil wie gesagt, Corona-Ferien waren es nicht wirklich, sondern das ist ja eher ein Euphemismus. Was mir nochmal wichtig ist, auch bei den Konjunkturprogrammen, die jetzt von Landes-, aber natürlich vor allem auch von Bundesseite aufgelegt wurde, dass man hier auch nochmal bei den Konjunkturprogrammen den Blick auf die Frauen richtet. Also wem kommen diese Konjunkturprogramme auch zugute, dass man hier auch schaut, in welche Branchen wird hier entsprechend investiert. Und auch was den Pflegebonus angeht, Frau Köpping hat es gesagt, auch das haben wir hier diskutiert. Aber meines Erachtens kann es dabei auch nicht bleiben. Also es kann nicht, also es ist gut, dass es diesen Pflegebonus gibt, aber ich glaube, wir müssen insgesamt deutschlandweit eine Diskussion darüber führen, weil es sind ja gerade in der Pflege, in den Gesundheitsberufen viele, viele Frauen beschäftigt, dass wir hier eine Aufwertung über diese Jobs, also dass es eine bessere Bezahlung insgesamt gibt, aber das ist eine bundesweite Diskussion und die muss hier auch geführt werden. Aber ich habe heute auch gemerkt bei der Diskussion, dass natürlich nicht alle mit ihren Anliegen sozusagen so viel sagen konnten, weil eben wegen der begrenzten Zeit. Und deswegen hat sich auch, und das will ich vielleicht an der Stelle auch noch mal sagen, die Landeszentrale für politische Bildung hier auch auf den Weg gemacht, zu sagen, wie gehen wir auch nach der Krise sozusagen um, wie kann eine Gesellschaft sich auch oder aus der Krise lernen oder was haben wir aus dieser Krise gelernt und bietet hier auch entsprechende Online-Formate ab Juni bis zu den Sommerferien. Aus den verschiedensten Perspektiven kann man sich hier einbringen, aus dem Wirtschaftsbereich, Kulturbereich, Sozialbereich, Bildungsbereich, auch die Kirchen werden vertreten sein. Also hier auch nochmal eine herzliche Einladung. Sie werden demnächst in Ihren Briefkästen alle in den kostenlosen Zeitungen auch schon mal einen Aufschlag haben, wo Sie auch sich mit Thesen einbringen können und wo Sie dann hier auch weiter diskutieren können. Also dazu eine herzliche Einladung und wie gesagt auch vielen Dank für das Format, für die Idee des Ministerpräsidenten, heute diese Runde hier auch so einzuberufen und danke auch für die Disziplin und für den Umgang miteinander. Ich glaube, das muss man an der Stelle und mit den Erfahrungen, die wir haben, auch an der Stelle auch nochmal sagen.
Ja, Frau Mayer, vielen Dank und Frau Köpping und vielen Dank, Frank Richter, für diese großartige Moderation und dass Sie das so zusammengehalten haben. Mir war schon klar, dass wir zeitlich überziehen und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil es sind ja wichtige Dinge, die wir hier zu besprechen haben. Und ich freue mich auch, dass wir wieder die Gebärdendolmetscher hatten, die uns begleitet haben. Auch das ist immer wieder beeindruckende Art und Weise, wie die das hier so übersetzen und wie das so funktioniert. So, jetzt will ich Ihnen zum Schluss Folgendes sagen. Ich bin von Journalisten immer wieder gefragt worden, muss man mit jedem reden? Ist jede Meinung, muss man sich alles anhören? Ich finde, ja, wir leben in einer Demokratie. Viele von Ihnen haben als Ältere, und ich durfte als 15-Jähriger dabei sein, diese friedliche Revolution, Sie haben sie herbeigeführt, ich durfte sie mit beobachten. Und deswegen werden wir ertragen müssen, dass wir alle Positionen, alles, was gedacht und gesagt wird, uns anhören müssen. Wir haben das Recht zu widersprechen, wir haben die Möglichkeit zu diskutieren. Und dieses Land wird dann ein großartiges und positives sein, wenn man das genauso miteinander aushält. Ich finde, das, was wir miteinander erlebt haben, ist so einmalig in den letzten, würde ich mal sagen, fast 100 Jahren, dass es absolut richtig ist, dass es Fragen gibt, dass es Kritik gibt. Und wenn der Professor Dierich sagt, ja, das hat jetzt für die Medizin, aus medizinischen Gründen war das möglich, es könnte auch aus anderen Dingen möglich sein, das macht mir Sorge, dann ist das etwas, was man nicht einfach wegwischen kann. Natürlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass Gerichte die Dinge, die wir hier miteinander beschlossen haben, kritisch überprüft haben, bei uns in Sachsen Dinge aufgehoben haben, auch in anderen Bundesländern. Diese Frage der Verhältnismäßigkeit ist eine ganz zentrale für diesen Rechtsstaat. Je weniger die Bedrohung jetzt akut ist, je mehr muss sich der Staat zurücknehmen und kommt die Eigenverantwortung. Das ist das, dieses Paradigma, dieser Wechsel darin. Jetzt sind wir alle miteinander stärker gefordert. Ich wünsche mir, dass wir diese Kultur haben, dass man sich melden kann, dass man für seine Interessen streiten kann, dass diese auch aufgenommen werden und dass wir dann miteinander reden. Es gibt einen Punkt, da ist Schluss. Aber das sind weder Sie beide, die jetzt stellvertretend stehen für eine Gruppe von Menschen, die das sehr kritisch sehen, noch ist es eine Mehrheit bei denen, die das kritisch sehen. Und das sind Leute, die mit irgendeiner selbstgemalten Reichskriegsflagge durch die Gegend rennen. Das fand ich übrigens da im Großen Garten. Ich warte immer noch auf meinen Bußgeldbescheid für unseren Besuch da. Aber fand ich sehr wohltuend, dass da ganz viele widersprochen haben, als da irgendwelche komischen rechten Parolen gesagt worden ist. Und ich gesagt habe, so nicht. Das wollen wir hier nicht mit uns werden lassen. Das will ich einfach nochmal ganz deutlich sagen. Diesen Leuten sagen wir Stopp. Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun. Wir wollen hier kritische Diskussionen dabei führen. Wir wollen über uns wissenschaftliche Fakten beugen und die Frage haben, ist das richtig oder nicht, liegen wir richtig. Am Ende, will ich mal sagen, müssen gewählte Parlamente, Bürgermeister eine Entscheidung treffen. Die wird dann überprüft werden von Gerichten, die kann von Wählern an hinterfragt werden in Wahlen. Aber das gehört zu unserer Demokratie auch, dass nach einer Diskussion, nach einem Diskurs am Ende eine Entscheidung getroffen wird. Und für uns ist es so, dass wir in Anbetracht auch der Situation in anderen Staaten Europas, der Welt, in anderen Bundesländern, Bayern beispielsweise, Baden-Württemberg, wesentlich höheres Infektionsgeschehen und deswegen sehr viel mehr Vorsicht, uns für diesen sächsischen Weg entschieden haben beim Anhalten. Und jetzt aber, weil wir sehen, wir sind wesentlich weniger betroffen, wir haben in vielen Landkreisen seit Tagen, bei manchen seit Wochen gar keine Infektionen mehr, auch vorangehen. Das ist die Begründung, warum man nicht in jedem Punkt deutschlandweit einheitlich handeln kann, weil dann würden wir an vielen Stellen noch gar nichts machen können. Ich bin dankbar für Ihre Unterstützung, was das Thema Schule und Kita angeht. Sage aber auch, es gibt auch in der Elternschaft eine genau andere Meinung, die das noch nicht für richtig halten. Die Abstimmung findet jeden Tag statt. Wir haben ja die Schulbesuchspflicht ausgesetzt, weil uns ein Urteil gesagt hat, in einer Grundschule 1,50 Meter Abstand, da waren wir alle miteinander der Meinung, das geht nicht, das kann man nicht machen. Und wir haben es den Eltern freigestellt, ob sie ihre Kinder schicken. 95% der Kinder kommen. Die Entscheidung ist also ziemlich klar. Die wissenschaftlichen Studien geben uns auch recht. Wir müssen jetzt in dieser Phase
die Eigenverantwortung in den Mittelpunkt stellen und wir müssen Hoffnung, Zuversicht und Sicherheit in all den Bereichen, die uns hier wichtig sind, vermitteln. Wir möchten, dass die Leute in die Gaststätte gehen. Wir möchten, dass sie was einkaufen, dass sie sich ein Auto kaufen, dass sie wirklich mit Freude wieder in dieses Leben reingehen. Und dazu brauchen wir eigentlich gar nicht so viele Dinge. Aus meiner Sicht wissen wir mittlerweile, 1,50 Meter Abstand und Mundschutz reicht nach menschlichem Ermessen aus, dass man sich nicht anstecken kann. Und jetzt wäre mein Wunsch, dass wir das miteinander tragen, dass wir im Bereich Bus vielleicht uns überlegen, was man da noch anders machen kann. Es muss nicht immer Textil sein. Ich habe gestern auch wieder gesehen, auch mit einem Plastikkleinen Visier. Das macht die Sache vielleicht einfacher. Vielleicht fällt uns da auch noch das eine oder andere ein. Wir sind auch Lernende. Kann sein, dass wir im Sommer, gerade in Sommermonaten, sagen, wir verzichten darauf, führen es im Herbst wieder ein, will das nicht entscheiden. Aber auch darüber kann man ja in Ruhe reden. Und das allerletzte ist die Frage des Geldes. Wir werden am 2. 3. Juni die Bundesregierung haben, die entscheidet, welche unterstützende Maßnahmen sie noch trifft. Ich glaube, dass sie genau im Blick hat, einen Zeitraum, so sehen wir das hier in Sachsen auch, von heute gesehen ungefähr 10 Monate. In 10 Monaten, im März, April kommenden Jahres, ist das Wesentliche überstanden. Da gibt es Medikamente, da wird es einen Impfstoff geben, da kommt wieder der Sommer. Die Sache ist dann im Wesentlichen geklärt. Aber bis dahin müssen wir kommen. Und wir heißt, diese Gesellschaft heißt vor allen Dingen viele Unternehmer, heißt viele Vereine, heißt viele Künstler. Deswegen überlegt die Regierung, was sie tun kann, damit das möglichst viele schaffen. Und da geht es um Liquidität. Es geht darum, mit den Verlustrückträgen Geld in die Unternehmen zu bringen. Es geht darum, die Sozialversicherungsbeiträge rückzuerstatten. Es geht noch einmal um ein Zuschussprogramm möglicherweise. Das werden wir am 2. und 3. ziemlich genau wissen. Wir werden als Staatsregierung am 8. und 9. in Klausur gehen und dann unser Programm entscheiden, einige Dinge vielleicht auch schon nächste Woche vorziehen. Wir sind auf dem Weg und wir machen das mit 6 Milliarden Euro, einem Kreditvolumen, was so gigantisch ist, dass wir uns das gar nicht vorstellen konnten. Aber wir brauchen es, weil wenn wir das nicht gemacht hätten, würde der Steuereinbruch bei den Kommunen und beim Land dafür sorgen, dass gar nichts mehr geht. Dass wir nicht nur Vereinsunterstützung nicht mehr machen können, sondern auch keine Aufträge in die Wirtschaft geben, dass wir das Land zusätzlich anhalten wollen. Wir können sich darauf verlassen, dass wir da sehr sensibel und sehr vorsichtig, auch aber entschieden auch die Dinge treffen. Und wir wollen natürlich, dass auch diese Zukunftsaufgaben, Lehrermangel haben Sie angesprochen, Ärzteversorgung im ländlichen Raum, öffentlicher Personennahverkehr, Digitalisierung, andere Bereiche, dass die nicht jetzt für 2-3 Jahre stillliegen, sondern dass wir auch in dem Bereich weitergehen, dass dieses Land ein Zukunftsland ist und in diesem Sinne eine gute Heimat für uns ist. Herzlichen Dank für diese sehr konstruktive Debatte, für die Begleitung. Wir müssen jetzt nicht auseinanderrennen. Wir können auch gerne noch im Anschluss zusammen das eine oder andere diskutieren. Ich möchte Ihnen sagen, mich beeindrucken diese Runden und wir werden vieles von dem mitnehmen. Köpping hat gesagt, wir denken genau in diese Richtung, aber wenn man es so persönlich erlebt hat, dann ist es natürlich etwas, was einen prägt und was uns bei der Entscheidung auch mitleiten wird. Herzlichen Dank.